So, die Autos stellen sich Und auf. genau. Da haben wir die Reifen jetzt auch. Und dann freuen wir uns auf einen schönen Start. So, die Ampeln gehen Und da an. gehen die Lichter Eins, an. zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt geht's Und da los. geht's los. Ah, komm gut weg vorne. Blieb Links so, kommt gut kommt gut weg. weg, ja, aber jetzt Windschatten ist die große Frage. Dahinter fahren sie, fächeln sie schon aus. Platz 2 wird angegriffen. Ah, spannend, spannend. Ah, da kommt Ferrari gerade von außen an. Mike Ja, zockt da jetzt in. sticht da rein, aber lässt Platz, Ah. sehr schön. Und Kim Blimsow dreht kann sich sich Williams. durchsetzen. Und Nike zockt, kann jetzt aber angreifen auf den Führenden. Er setzt sich daneben. Blimsow fährt Kampflinie. Ah, Und er Nike ist zockt jetzt gerade vorne, er bremst Führender. später. Jetzt in der Innenbahn. Lasst euch Ah. Platz, sie lassen sich schön Platz und er ist vorbei. Nike zockt ist vorbei. Stark gemacht. Stark, schön, sauber. Beide haben sich Platz gelassen. So muss es sein. Jetzt kommt natürlich die S-Kurve. Da Da ist es hinten immer kommen sie sehr weit schwer, wenn raus. der vordere ein bisschen langsamer ist. Ja. Ah, und wie schon gesagt, der Sebi auf Platz 9. Auf Platz Stark 9 stark. vorgearbeitet. Heftig, ja. Wirklich heftig. Das ist nicht schlecht. Da hat er schon echt was Gutes gemacht. Hat er direkt 8 Plätze Ja, ist er hochgesprungen. also es ist viel Oder Risiko. seitdem. Da muss da bestimmt viel Risiko gehen, damit das funktioniert. Bin ich Oh, der gespannt, ob man Platz das nachher mal sieht 2. irgendwo. Aber Nike Zock kann sich hier auf die erste Runde schon auf 8 Zehntel rausarbeiten, sodass er sich eventuell sogar, jetzt DRS ist ohnehin noch nicht freigeschaltet. Schnellste Runde jetzt auch klar. Also Ah, da legt er erstmal. Night Rider ist in eine Bande reingefahren. Oh je. Kann aber weiterfahren. Hat natürlich 7 Plätze verloren. Bitter. Das ist bitter, ja. Und Phantomas ist auch in der Box. Ah, Sebi schon wieder auf Platz 8. Ja, der kämpft sich langsam vor. Ja. Das wird interessant zu beobachten. Auf jeden Fall ist auf der Geraden jetzt der Blimsow gut rangekommen wieder an den Nike Zock. Das scheint mir, als hätte der weniger Flügel als der Nike Zock, was natürlich dazu führen kann, dass er auf den Geraden sehr gut überholen Ein kann. bisschen schneller ist. Ja, bin ich gespannt. Und er ist jetzt wieder dran. Ist natürlich dann mit DS natürlich eine spannende Sache. Die ersten 4 sind noch eng zusammen. Bleibt interessant. Dann Platz danach ein 1 bisschen und 4 Abstand, die GTB. Ferraris. Für die läuft's gut. Ah, jetzt im dritten Sektor kann sich der Nike zockt aber lösen. Was dafür spricht, dass er mehr Flügel fährt tatsächlich, ne? Boah, danach auf Platz vom Platz 6 auf Platz 12. Ein Sechser-Team. Ein Sechser-Gruppchen. Jetzt gehe ich mal auf Platz 4, aber weil der Doktor hängt im Getriebe von Dejeuner und Windschatten. Ah, er ist nicht nah genug dran. Bremst sich außen Na. daneben, aber reicht nicht, um anzugreifen. Na, und vorne Nike Sock konnte sich Leider auch nicht. behaupten, aber DRS ist auch Ah, noch nicht an, Sebi auf ne? Platz 11. Meine Güte, macht ein Rennen. Jetzt gehen wir mal auf den Sebi. Wo Schon, ist der hat er? jetzt Auf die Platz ganze 6. Sechsergruppe Auf überholt. Platz 6 ist er. Krass. Das 11 ist Plätze schon nach vorne heftig, ja. gearbeitet. Ja, In den das ersten 3 ist Runden. Nicht stark, schlecht. ja. Und er ist jetzt der Erste auf den Supersoften. Alle vor ihm haben Ultrasoft. Hat jetzt Das ist eigentlich allerdings eine schlaue auch Taktik einen jetzt. Das ist Abstand auf den eigentlich. Fünften bisschen, auf den Lukas, der GTB. Sektor 2, gelbe Flagge. Ah, da hat sich der Dimitri gedreht. Und Kommt der aber langsam wieder Blimsow aufs Feld. fährt sich immer ran an den Nike zockt und jetzt im dritten Sektor ist er immer dran. Kann er diesmal näher dran bleiben vor der Geraden? Ja, er ist näher dran, definitiv als vorher. Und er hat jetzt auch DRS. Ich gehe mal in seine Cockpit-Perspektive. Er fährt schon Kampflinie Nike zockt. Bringt nur auf der Geraden gar nichts, weil die ist so breit. Ja, das ist. Ja, das wird nicht Ja, reichen. da kommt er nicht nah genug ran. Kommt er nicht ran, ne.
Der blieb so mit der Startnummer 69. Sollen wir mal fragen nach ihm, wie er auf die Nummer kam? Aber hier direkt ein Duell um Platz 1, das ist doch schön, das wollen wir doch sehen. Er lässt den Nike-Zock nicht davonziehen. Und er beim Rausbeschleunigen kommt ihm das Heck. Platz 3 und 4 ist aber auch spannend da hinten. Ah, das ist interessant. Ah, die dürfen sich keine Fehler erlauben. Oh, da kommt der Dr. WT ein bisschen weit raus. Neuer aber Versuch jetzt. Der GGTB, der kann seine Runden fahren. Der hat 3 Sekunden auf den Hintersicht, 3 Sekunden auf den Vordersicht. Ja. Jetzt bin ich gespannt, kommt er jetzt ran? Er verliert im dritten Sektor schon immer ein bisschen auf den Nike-Zock, der Blimsor. Ja, das ist immer. Ah, der Dr. BT greift an. Er greift von außen. An. Ah, ist. Oh, lasst euch Platz, außenrum vorbei, weg. Stark gemacht. Stark gemacht. Außenrum vorbeigebremst, ist sauberes Manöver. Nein, kommt er nicht mehr ran. Vielleicht jetzt in der DS-Zone, aber. Ob der BDT hat ja auch noch der ist, das will wahrscheinlich nicht dran kommen. Ja, nee, da hat er keine Chance. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich lösen kann. Au, oh, und da kleine Berührung. Aber alles noch okay. Aber er versucht zu kontern. Aber das ist an der Stelle halt schwierig. Du kannst da nicht kontern. Jetzt in der S-Kurve kann man das eigentlich gar nicht so erholen. Nee, da kannst du nur versuchen dran zu bleiben. Aber durch die verwirbelte Luft hast du natürlich dahinter schon Schwierigkeiten dran zu bleiben. Aber er macht's gut. Schauen wir mal nach vorne. Er ist wieder dran. Also durch den zweiten Sektor kommt Blimsor besser und durch den dritten Sektor aber kommt Nike besser. Aber jetzt hat er es gut gemacht. Jetzt ist er näher dran. Reicht's jetzt für einen Angriff? Ah, irgendwie hat der Nike-Zock, glaube ich, eine bessere Beschleunigung. Der kommt aus der Kurve einfach besser raus. Mehr Differential vielleicht, ne? Da kommt der Blimps einfach in der. Oh, es greift da draußen. Naja, das reicht nicht. Reicht nicht, ne? Oh, aber er bremst jetzt sehr spät. Nee, aber er macht da geschickt. Der Nike schön Kampflinie, macht ihm die Tür zu, blockiert ihn so ein bisschen auf faire Weise, muss man dazu sagen. Oh, da. Ah, jetzt hat er beim Rausbeschleunigen. Kommt ihm das Heck. Aber alles noch in gutem Zustand. Aber auch Platz 3 und 4, ne? Die lassen nicht abreißen, die sind da komplett dran. Ja, man sieht, die fahren alle ungefähr die gleichen Zeiten. Das ist. Na, jetzt hat der Nike zockt. Hat der wen vor sich? Es ist der Lenny Amy, der wird überrundet jetzt, oder? Der wird überrundet. Das ist aber der auch immer so eine Sache, ja. Ne? Jetzt hoffen wir natürlich, dass er. Es ist wichtig, dass er jetzt gut Platz macht, aber das wird er machen. Da ist er dran bedacht, wirklich gut Platz zu machen. Jetzt auf der Geraden hat er auch natürlich eine super Möglichkeit. Hält er natürlich den Nike schon ein bisschen auf, wenn er. Ja, auf der anderen Seite gibt er ihm jetzt DRS. Das ist. Und er wird getroffen. Das ist natürlich nicht ideal, wenn sowas passiert. Der Flügel sieht noch ganz aus. Aber da war jetzt aber auch der Nike auch ein bisschen ungeduldig. Da bis zur Geraden waren es nur noch 5 Meter. Da hätte er dann auch DRS bekommen, hat er auch bekommen. Und jetzt kommt der Blimps und klar, jetzt macht er der hat jetzt das geschnallt, dass er DRS hat. Ja, viel zu. Jetzt kommt er auf die. Jetzt macht er ihm zu. Sehr unglücklich für Nike, aber noch gehalten. Und der dritte Platz ist jetzt voll mit dabei. Der ist jetzt voll mit dabei. Ganz stark aufgerückt. Spannend hier die ersten vier. Jetzt ist natürlich ein Sprung kaum zu übertreffen. Ein Vierkampf um den Platz 1, das ist doch mal genau das, was wir wollen. Jetzt kam sogar der Sebi an den GGTB ran. Ja? Er sieht schon das vollere Viererfeld. Ich weiß gar nicht, wo ich hinbleiben soll. Also ich gehe jetzt erstmal wieder nach vorne und schalte dann gleich nochmal auf Sebi. Was für ein Vierkampf hier. Wahnsinn. Ah,
Ah, ich sage, die dürfen sich keine Fehler erlauben. Ich vorne. glaube, jetzt geht das Dr. BDT an Blimso vorbei. Pass auf. Er haben zwar beide DRS, aber ich habe das Gefühl, dass der Doktor auf der Geraden mehr Topspeed hat. Naja, das reicht nicht. Reicht nicht, ne? TV-Kamera bei Doktor, das wird nicht reichen. Okay. Ja, der Dineger muss er ein bisschen abreißen lassen. Oder er sagt sich, nö, ich spare jetzt ein bisschen Sprit dahinter denen, nehme schön DRS immer mit. Wäre auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich auch noch ein bisschen reifenschonender fahren. Das ist natürlich auch eine Idee. Ja, aber mit Sebi. Sebi ist nicht an Lukas vorbeigekommen. Er ist dahinter. Ja, ich würde mal sagen, hier ist das der berühmte Undercut, der Mittel der Wahl, oder? Na, Blims fährt auch gerade die schnellste Runde. Die letzte Runde war die schnellste. Okay. Ja, der muss jetzt die Flucht nach vorne eigentlich antreten, weil der Doktor von hinten halt extrem Druck macht und die Teamkollegen versuchen sich da natürlich zu helfen. Ist ja klar. Aber Blims hat guten Abstand nach hinten und nach vorne reicht's aber wieder nicht. Ah, der wird verzweifeln, dass es nicht, dass er die Flügel drauf hat. Ja, der kommt da einfach nicht dran. Schon seit der probiert's wieder runter aufs Neue, aber dann neigt's. Aber jetzt hat er wieder DS. Oh, jetzt könnte er eventuell hier auf der Geraden. Aber er beschleunigt irgendwie schlechter raus, du hast recht, ja. Er beschleunigt schlechter raus. Komischerweise, ne? Er kommt nah dran in den Kurven und auf einmal ist er neig zockt bei den Kranen schon mal ein paar Meter weg, da kommt er so schnell nicht dran. Ja, ja. Mal sehen, was der Sebi macht hinter dem Lukas. Die haben ja unterschiedliche Reifen drauf, ob er sich sagt, nein, ich bin auch mit den Supersoften so viel schneller, ich will vorbei. Oder ob er sich sagt, nee, in 5-6 Runden bin ich denn eh los. Na, ich glaube, der Sebi wartet nur auf den Fehler von WGTB. Das ist, weil er hält sich noch ein bisschen bedeckt hinter ihm. Und wenn man sieht, er fährt pro Runde 510. Ah, jetzt kann man da dran. Er fährt pro Runde ca. 510 schneller. 510 schneller. Kommt aber auch bei den Kranen halt nicht hinterher. Gut, Ultrasoft, Supersoft. Er greift an, außen. Außen, jetzt war er nah dran. Aber, nee, Nike fährt halt seine Kampflinie. Brutal. Also die zwei Brüder hier, die geben sich echt ein gutes Rennen, ne? Also Nike Zockt und Dr. BDT sind ja Brüder. Oh, Sebi kam an GGTB vorbei. GGTB kam ins... Oh, tatsächlich. Das war schade. Aber Kugel, er ist... zweite Kugel verpasst. Irgendwas muss gewesen sein. Der ist jetzt deutlich vorbei, ja. Der die zweite Kugel verpasst, ist aus Rasen gekommen und, Schnellste Runde von Momo. 1:20:03. Auf Platz 14. Ja, der hat frische Reifen geholt, wie es aussieht. Ja, der war gerade vorher in der Box. Ja, wir haben vier Leute, die in der Box schon waren. Wir haben 12 Positionsverbesserungen von Sebi, absolut sehr gutes Rennen bisher. Und Avalanche hat auch 7 Plätze gut gemacht, der ja sein Auto zerstört hat, ist mittlerweile auch wieder auf Platz 11 vorgefahren, auch stark. Das ist auch nicht schlecht, das ist Avalanche. Hat den auch noch sofort die Supersofts geholt. Tut sich weiter hinten was im Feld? So zweikampftechnisch, ja, also die sind alle, ich also sehe so den Andi auf Platz 9 relativ nah auf an Tobias auf Heine. Tobias, richtig, aber ansonsten, der kommt glaube ich auch nicht dran, obwohl er dann die Ultrasofts hat. Oh, jetzt ist er wieder nah dran und hat DRS, aber er kommt irgendwie in den von den Beschleunigungswerten her ist das beim Blimso nicht optimal. Aber ich habe den Eindruck, er könnte schneller. Also wenn der an den Nike vorbeikommt, habe ich den Eindruck, könnte er sich lösen.
Ah, da hat der Andi den Tobias Hain überholt. Ja, sehe ich hier jetzt, da ist er jetzt vorbeigegangen, ja. Schönes Überholmanöver, aber jetzt natürlich auch um 8 Sekunden auf den Franco. Das ist natürlich ein Stückchen. Die Franco Viola. Der wiederum seinerseits jetzt hier nah dran ist an Nee. Lukas. Der hat auf Lukas aufgeholt und zwar eine Menge. Ja, das liegt natürlich an seinem kleinen Ausrutscher in der ersten Kurve. Da hat er schon echt viele Sekunden verloren. Schauen wir mal, ob er angreifen kann. Schmeiß das Auto hier um die Kurven. Nee, ist zu weit weg. Da wird nichts passieren. Lims ist nah auf dem Leitzug, aber der kommt einfach nicht vorbei. Das ist echt heftig. Ja gut, ich meine, seine einzige Möglichkeit ist jetzt ein Undercut. Und wir haben Runde 12. Ich kann mich erinnern, dass der reguläre Boxenstopp so ab Runde 16 eigentlich anfällt. Und 4 Runden früher kann man schon mal gehen. Das kannst du locker auffangen im Laufe des Rennens. Also die Frage ist Jetzt halt, wo kommt er raus dann, ne? bin ich gespannt. Der Dimitri, der 17. Da kommt der Nike Zockelt langsam zu. Der ist wieder in der Überrundungsphase. Okay. Wie geht das diesmal zustatten? Erst kommt nochmal der Lenny. Den haben sie ja schon, oder? Ne, den müssen sie auch noch. Nike Zockelt fällt gerade wieder auf ihn zu. Komischerweise genau die gleiche Position wie gerade. Jetzt aber ein bisschen weiter hinten. Jetzt muss er auf den Geraden einfach vorbeilassen. Oh, und Blimsor macht den Undercut. Blimsor macht den Undercut. Und ich sagte, Ja, wo er wird natürlich rauskommen wird. spannend. Er wird rauskommen ungefähr auf Platz 7, 8. Zwischen Platz 7 und Platz 8 wird er rauskommen. Ah, und geht sofort auf die Supersoft. Auf die Super. Ja, gut, klar, logisch. Dann wird er jetzt zweimal Supersoft fahren und am Ende nochmal Ultrasoft. Und er ist auf Platz 7. Ja, mit einem weiten Anstand auf Andy, das heißt, hat da hinten sich auch keinen mehr. Kann er jetzt erstmal frei fahren, das ist ideal für ihn. Und Nike sagt, du musst jetzt reagieren, da bin ich gespannt. Schauen wir nochmal rein, ob er auf Fett stellt, oder? Ja, er hat aber schon 1,2 minus. Und er Ja, stellt auf Fett. Er das bleibt bei ist Fett. egal. Also Das heißt, 1,1 Runden kannst du im Laufe des Rennens hier relativ einfach aufholen. Aber das ist jetzt die Runde, die zählt, ne? Weil frische Reifen sind auf dem Kurs Gold wert. Und da muss er auf Fett fahren, da macht er alles richtig. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er jetzt in die Box kommt. auf jeden Fall, das denke ich genauso. Und ich denke mal, es ist natürlich doof. Dr. BDT kann jetzt nicht in die Box direkt hinterher. Muss er auch nicht. Also klar, die machen jetzt Undercuts, aber in dem Fall hat er die Ja, Nase vorne. so ist richtig. Nike Zock fährt rein und Dr. BDT bleibt draußen. Jetzt gehen wir mal auf den Und Blimsor und dann gucken wir Danger mal. gleich hinterher. Sebi bleibt draußen, klar ist noch auf den Supersofts. Der will noch ein paar Runden durchfahren. Ich bin jetzt beim Blimsor drauf, um zu sehen, wo sie rauskommen. Nike Zockt hat auch die Supersoften draufgeschnallt. Boah, ist Millimeter, das ist also. Ja, Ah, er kommt vorhin raus. er kommt Kommt. mit Boah, Schwerung, er kommt aber. vor ihm raus, aber jetzt mit mehr Schwung. Ja, das wird nicht reichen. Aber das Das reicht nicht. reicht nicht. Meine Güte. Ah. Das ist ärgerlich. Hat er stark Das ist abgewehrt. ärgerlich. Hat er echt stark abgewehrt, muss man sagen. Das war echt stark. Jetzt kommen wir natürlich darauf an, wie setzen Sie die Überholungsmanöver vor? Sebi ist jetzt Zweiter, weil Deneja auch an der Box war. Wo ist der nicht rausgekommen? Der ist hinter Tobias Heine rausgekommen. Hat nochmal zwei Autos hinter sich. Aber direkt hinter Tobias Heine. Er ist komplett Ja, sofort ja, dahinter. ja. Und vor ihm noch der Andi, der auch noch nicht in der Box war. Jetzt will ich natürlich eigentlich auf den Major hoffen, damit er vorne dran bleiben kann, dass Tobi und Andi ihn nicht sehr aufhalten. Nicht zu sehr aufhalten. Und vielleicht jetzt auch in die Box rein. Und Dr. BDT bleibt noch draußen mit den Ultrasoft. Das wundert mich Okay, jetzt. vielleicht will der nur zwei Stops machen. Aber dann mit den Ultrasofts anfangen, das ist schon sehr. Da muss er gleich auf die Softs gehen, Und ne? jetzt macht aber Tobias Hein den Fehler und jetzt kann Dinesia ganz gechillt
Neben ranfahren. Oh, lasst euch Platz, lasst euch Platz. Jetzt hat er DRS. Hat ein bisschen früh die Tür zugemacht. Obwohl ja, der Tobias Heine noch neben ihm war. Positiv in Danger. Da hat er ein bisschen, mal einen Platz ein bisschen leichter gut gemacht. Okay, also er ist da aber auch wieder vorbei. Was machen unsere zwei Führenden, zumindest Boxenstopp bereinigt Führenden? Ich glaube, die sind alle ein bisschen auf den WGTB. Die sind jetzt richtig im Zweikampf hier. Ja, der WGTB, der fährt vorne natürlich ein bisschen langsamer. Hat auch schon die älteren Ultrasofts drauf. Aber jetzt guck mal hier. Blimsor und Nikezok sind jetzt im aufgelaufen auf Franco Viola und Lukas, die auch im Zweikampf sind. Und die sind jetzt richtig im Stress. Weil die haben ja auch die Supersoften, die werden noch eine Weile draußen bleiben. Außer der Lukas, der hat die Ultrasoften, ja. Der Lukas hat die Ultrasoften. Das heißt, der müsste eigentlich in die Box gehen. Der müsste jetzt dann so langsam auch in die Box kommen, ja. Ist er halt etwas langsamer und er bleibt aber draußen. Er geht in die Box. Wird sich Franco Viola wehren oder sagt er sich, ich fahre nicht gegen die beiden? Aber auf der anderen Seite tut er es ja schon, weil er ist ja mit den Supersoften gestartet. Richtig, genauso wie Sebi. Das ist natürlich so eine Sache, also ich würde einfach Kampflinie fahren. Ich würde mir da nichts bieten lassen, also... Ja, ja. Auf der anderen Seite haben die jetzt schon einen kompletten Boxenstopp quasi Vorsprung. Da macht der Lenny irgendwie schön Platz für die drei. Es ist kein einfaches Rennen für den Nikezok bisher. Vorher mit der Überrundung in Stress gekommen, jetzt mit dem Zweikämpfen, aber er hat seine Position stark verteidigt bisher. Ja, das sehe ich genauso. Also, da mal durch den Dreher von Lenny hat er gleich ein paar Hundertstel verloren, aber war jetzt auch nicht wichtig, sagen wir. Weil Lenny halt eh letzter war. Aber jetzt müssen wir halt gucken, wie er jetzt darauf reagiert, dass der Franco Viola vor ihm ist. Jetzt bin ich gespannt. Beide haben DRS. Ja, also da hat er sowieso gar keine Chance, da blieben so, wenn überhaupt, dann der Nike. Aber er holt nicht auf, nein, er holt nicht genug auf, er holt auch nicht genug auf. Sektor 3 hat sich der Audi gedreht und verliert direkt 4 Plätze. Oje. Aber jetzt ist der Blim so richtig dran, ist besser durchgekommen. Aber kann er angreifen, setzt einen Angriff? Nein. Er ist vorsichtig. Er macht das gut, er sagt, er riskiert nicht zu viel. Er versucht schon, aber auf der anderen Seite sagt er sich, das Rennen ist noch lang. Ich habe jetzt keinen Grund hier überhastet was zu machen. Er weiß, dass er schneller ist. Ja, das ist aber... Ich bin jetzt in Erwartung, was ist jetzt, wenn der Nike zockt, jetzt auf einmal den Franco Viola beholt und da den sie auch einfach nicht vorbeikommt an der Franco Viola. Das wäre natürlich eine Katastrophe, ja. Dann ein paar Sekunden gut macht. Und jetzt setzt er sich daneben. Jetzt ist er besser aus den Ästen gekommen und geht vorbei. Ist im Stadion vor ihm. Das ist brutal wichtig. Was ich gerade gesagt habe. Jetzt ist genau das, ja. Schön vorne wegfahren und nehmen sie ihn mit? Nein, siehst du noch, fehlt er schon ein paar Sekunden. Ja, er verliert, aber er muss jetzt vorbei. Blimso muss jetzt vorbei. Wenn er nicht den Anschluss verlieren will, muss er vorbei. Ansonsten hängt Nike, zockt ihn ab. Ja, der ist jetzt da richtig weit weg. Es kommt auch noch jemand aus der Box. Hoffentlich passt er auf. Und er setzt den Angriff, Blimso. Er setzt den Angriff außen. Aber der Kampflinie, jetzt, ja, der er ist vorbei. Aber, ja. Er ist jetzt aber hinter. Doch, ist vorbei. Er ist vorbei, ja. Das ist ein Überrundeter, der Renault hier. Das sehe ich auch, richtig. Ja, der lässt schön Platz. Aber jetzt hat Nikezok 1 geschafft. Er hat sich aus dem DRS-Fenster rausfahren können durch die Aktion, und zwar deutlich. Und jetzt bin ich gespannt, ob das stimmt, was ich vermute, nämlich ob der sich wieder reinfahren kann, der Blimso, weil er wohl schneller kann. Aber das werden wir jetzt sehen, ob das wirklich so ist oder ob sie doch gleich schnell sind. Was ist eigentlich mit Dr. BTT vorne? Der fährt immer noch vorne mit dem Ultrasoft. Der fährt immer noch seine Ultrasofts da vorne. Dann ist der auf dem 2-Stop, definitiv. Fährt jetzt rein. Mal gucken, wo er rauskommt.
Es hat natürlich ein paar Sekunden gut gemacht. Er konnte vorne alleine wegfahren. Und Nike zockt und Blims hat natürlich ein paar Probleme, ne? Dr. BDT wird kurz hinter Blimsow rauskommen. Er hat nicht viel verloren. Er hat nur 20 Sekunden Rückstand. Er wird kurz hinter Blimsow rauskommen, bin ich sicher. Schauen wir mal, ob der ihn sieht jetzt bei der Boxenausfahrt. Ja, da fährt er raus, würde vorbei der Nike. Und da, ja, er kommt. Er kommt sogar hinter Franco Viola, oder? Nee, kann ihn noch davor lesen. Kann ja, sich noch ja, knapp davor er ist lesen. Hinter Blimsow, aber vor Franco Viola, ja. Ah, aber reicht nicht. Reicht nicht. Dr. BDT bleibt als Vierter hinter Blims. Er hat gar nicht so viel Zeit verloren auf die beiden durch den Zweikampf, ne? Das geht, guck mal, der ist überhaupt nicht weit weg. Und er hat jetzt deutlich frischere Reifen, also stark. Hat er gut gemacht. Ja, er konnte als erstes wieder natürlich, aber ist wieder auf Ultrasoft gewechselt. Ja, ja. Ultrasoft, Ultrasoft, Supersoft. Wenn man wirklich, er ist jetzt 19 Runden draußen gewesen, ne? So. Wenn er nochmal 19 Runden draußen bleibt, die waren natürlich frisch ohne Qualifying drauf. Wenn er jetzt nochmal 19 Runden draußen bleibt, dann hat er die Hälfte des Rennens schon hinter sich. Bisschen mehr als die Hälfte. Und dann hat er nochmal 35 Runden mit den Supersoften. Ist das machbar? Das ist ein bisschen arg viel. Dann holt er sich die Soften vielleicht. Aber ich bin jetzt gespannt. Er ist nämlich jetzt auf einmal natürlich klar Schanner mit den frischen Ultrasofts. Und ich glaube, der will angreifen. Er will ganz stark angreifen. Ich denke mal, dass sein Bruder Nike zockt ihm auch sagen wird, du pass mal auf, du gibst jetzt mir gefälligst alles, weil der Blimsow ihm ja natürlich gefährlich wird. Weil der hält seinen Abstand zum Nike zockt und konnte den um 2 Zehntel verringern. Also ja, der lässt nicht locker. Dass er vielleicht der Doktor den Bims ein bisschen Stress machen soll, überholen soll und dann vielleicht ein bisschen auf Abstand halten soll. Und dann Nike zockt halt wirklich vorne mal langsam seine Ruhe, seine Runden fahren kann. Wann kommen denn die Supersoftler in die Box? So Runde 20 dürfte ja auch nicht mehr lange dauern, oder? Noch 4-5 Runden? Ja, ich bin eigentlich gespannt auf den Sebi. Gut, klar, jetzt wurde natürlich der Nike zockt stark auf ihn auf mit den neuen Supersoften. Der müsste eigentlich auch in ein paar, spätestens 2-3 Runden in die Box reinfahren. Spätestens wirklich. Was würdest du jetzt machen an Sebi-Stelle? Würdest du jetzt auf die Ultrasoft wechseln oder eine Zwei-Stopp-Strategie wechseln? Vielleicht auch sogar auf die normalen Soft gehen oder? Ich würde meine Strategie einfach ganz normal durchziehen. Ich würde sie ganz normal durchziehen. Ob du jetzt auf die Ultrasoften wechselst oder auf die Supersoften und danach dann die Ultrasoften drauf machst, macht für mich keinen großen Unterschied. Oh, Blimsow ist auf 0,7 Sekunden angefahren an Nike gezockt. Hat er einen Fehler vielleicht gehabt? Der ist komplett wieder dran. Der war 1,7 Sekunden weg und ist jetzt nur noch 0,6 dahinter und ist wieder komplett dran. Ah, und Danger hat jetzt das Franco Viola überholt. Ist aber noch ein paar Sekunden weit weg auf Dr. BDT. Ja, 6,3 Sekunden hat er Rückstand. Also das Viererfeld ist immer noch sehr nah beisammen. Naja, den Neger muss der abreißen lassen, ne? Der muss der abreißen lassen, die ersten drei zumindest. Ja, der ja. ist natürlich ja. jetzt natürlich ist ein paar Sekunden durch verloren, auch durch den Stop allen um und ran. Bleib mal du auf dem Führungsduo, ich gehe mal hier auf den Stony. Der ist nämlich dem Tobias Heine mittlerweile im Getriebe reingefahren. Also, der hängt ihm im Getriebe so gesagt und könnte jetzt angreifen, ne? Nicht ganz reingefahren, nicht. Ah, Bliss macht einen leichten Fehler. Und Dr. BDT kommt da dran. Der hängt ihn in er hängt ihn dran. Ich bin drauf. Ja, innen. Er hat jetzt aber DRS. Ich würde nochmal die Windschatten holen. Ja, beide haben DRS. Das ist, hol aber nochmal Windschatten. Aber jetzt hast du auch noch zusätzlich den Windschatten. Oh, zeigen das aber blöd hier. Bei der Übertragung. Und er bremst sich vorbei. Tatsächlich, er ist vorbei. Stark. Da hat der Blims einen Fehler gemacht in der letzten Kurve zu der Gran hin und das hat doch der BDT eiskalt ausgenutzt. Kann er kontern? Kampflinie von Doktor? Ja, beide haben DRS, ich glaube nicht, nein. Nein, kann er nicht. Ah, das ist jetzt, der wird jetzt das Lenkrad beißen.
Aber das ist herrlich zu sehen, die drei da vorne sind quasi gleich schnell, oder? Das ist doch der Hammer. Die sind gleich auf jeden Fall. Das ist überrannt. Aber jetzt kommen die langsam auf den Sebi hinzu. Jetzt hat der Sebi hat jetzt einen Vorteil. Der kann jetzt sagen, hey, ihr habt jetzt einen kompletten Boxenstopp, quasi mehr als ich. Oh, und da kürzt der Doktor bis ab ein bisschen, aber keine Strafe. Der kann jetzt sagen, ich gleiche jetzt meine Strategie dahingehend an, dass ich jetzt noch genauso oft an die Box muss wie ihr da hinten. Und dann wird es ein spannendes Rennen. Weil er hat ja jetzt die Supersoften. Jetzt könnte er nochmal Ultrasoft holen und dann nochmal Supersoft. Und damit kann man eigentlich durchfahren. Ja, und dann kann er sogar auf den guten 5. Platz kommen, wenn er sich sogar vielleicht noch den Major gefährlich werden. Und hier holen sich alle Weil ich Windschatten muss jetzt beim einfach Renault, der sagen, überrundet wird. die ersten drei fahren schon echt ein überragendes Und der Rennen. Doktor greift ja an, Nike, der ist im Oh, Windschatten das und ist greift an. Der richtig. lässt ihn vorbei, lässt er ihn vorbei. Der lässt sie vorbei. Okay, klar, er ist mit den Ultrasofts ein bisschen schöner, da haben sie so Das stimmt abgesprochen, ja, ne? vielleicht auch Team, aber Aber, der Bliebensoll ist jetzt wieder dafür im Getriebe. Ob das nicht vielleicht ein Fehler war, den so einfach vorbeizulassen? Naja, Teamkollegen halt, ne? Ja, aber auf der Gran, das war ein bisschen spät. Dann konnte der Nike Zug nicht mehr seine Innenlinie einhalten. Ich meine, der hat jetzt Übung darin, den Bliebensoll hinter sich zu halten. Aber der fährt schon eine richtig krasse Pace hier. Wer hat eigentlich die schnellste Runde? Gerade mal gucken. Schnellste Runde Ja, aktuell, Doktor würde der ich gut. Doktor mit 1:19,6. Ja. Starke Zeit. Überragend. Wahrscheinlich mit den neuen Autosofts gewesen. Ja, mit Sicherheit. Und sie holen jetzt dann auf den Führenden, auf den Sebi, der aber sicherlich gleich in die Box kommt. Und wieder schnellste Runde Und von wieder Doktor schnellste WT. Runde. 19, 19,3. 1,19,3. Brutal, ja. Das ist richtig schnell. Das ist richtig schnell. Und was macht er jetzt? Setzt er Windschatten sofort an in der setzt sich Kurve? außen daneben Ja, wieder nein. Kampflinie. Ja, er kann sich halt einfach gut verteidigen. Der Nike-Zock, der macht das nicht schlecht. Der fährt immer auf für Innenbahn Aber und hier, hält Nike, den Grünschutz Doktor da greift hinten an, so. und zwar den Sebi. Kämpft der. Die berühren Oh, da sich. berühren sich Lass ihn rum. außen Platz, bitte. Und. Oh, das ist Ja, aber lasst euch Platz, ganz knapp. lasst euch Aber Platz, alles im grünen Bereich. schönes Hat ein Überholmanöver. bisschen eng Jetzt zu auf der und Innenbahn. vorbei. Stark. Ganz, ganz Stark stark überholt. gemacht, ja, ganz stark. Da hat Auch der wenig Sebi ein gut bisschen versucht arg noch. wenig Platz gelassen, aber es war alles noch im Rahmen. Aber Ja, dass es alles da zu fair Berührung gewesen kam, und. darf man sich nicht beschweren, weil er hat ihm auch kaum Platz zum Überlegen gelassen, ne? Oder wie Aber siehst du Doktor das? Mobilität dadurch keine einzige Sekunde verloren und ist immer noch ein paar Sekunden vor Mike Zotzes geblieben. Schönes Überholmanöver. Ganz starkes Rennen bisher, ja. Und wir vergessen ja nicht, er ist der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung. Er muss so viele Punkte wie möglich gut machen auf dem Limsor, der momentan auf Platz 4 hängt. Das könnte momentan nicht besser laufen für ihn. Na gut, müssen wir überlegen, dass Sebi halt nochmal in die Box muss. Also es blinkt auf jeden Fall, denke ich mal. Ah, Sektor 2, gelbe Flagge. Ist der McLaren aus der Box raus, der lässt die alle schön vorbei. Au! Ist der gerade draufgefahren? Ist der Blim so gerade dem Force India, der überrundet wird, draufgefahren? Also, der hat auf jeden Fall der 2 Sekunden verloren auf den Nike zockt. Ja, dann ist er eben draufgefahren. Und sein Flügel ist Ist vielleicht denn. auch. Ja, der sieht Ja, so noch sieht ganz aus. dran aus. Aber ich sehe es auch nicht, ob der noch Nee, das geschädigt war nicht der ist. Blimso, sondern es war Sebi. Das sind ja die Teamkollegen, die hier miteinander fighten auf Platz 1 bis 4. Die beiden Ferrari gegen die beiden Haas. Ist ja krass. Oder na, das ist jetzt aus der S-Linie wieder Nike zockt, den versuchen zu überholen, aber. Wir vergessen jetzt leider die hinteren Plätze, aber es ist halt so spannend vorne. Ja, aber wenn wir vorne um den führenden so einen Vierkampf haben, dann dürfen wir da nicht wegschalten. Das wäre echt blöd. Aber ich habe die Abstände ein bisschen im Auge.
Der einzige, bei dem es gleich interessant werden könnte, ist der Keidu, aber tut mir leid, ich bleib da vorne drauf, wenn es so spannend ist. Und er setzt an, so jetzt Nike setzt an auf Sebi und nein, geht auch relativ schon, locker vorbei. Ja, geht vorbei, das ist auf jeden Fall. Jetzt ist wieder die Frage, was macht Sebi? Lässt er jetzt den Bild vorbei? Ja, die Teamkollegen bei Haas, sind die auch so geordnet wie bei Ferrari oder sagen die, nee, hier, du bist mein erster Konkurrent? Ja, ist natürlich schwer zu sagen, ich weiß natürlich nicht, wie die sich absprechen. Also Platz machen sieht nicht so aus. Er greift ihnen an, bremst sich daneben. Oh nein, er zieht zu. Okay, nein, er muss sich vorbeikämpfen an seinen Teamkollegen. Ja, das ist natürlich schon bitter, weil Sebald klar die älteren Reifen. Ah, da fährt er immer fast hinten drauf. Oh, da. Ja. Und jetzt in der S-Kurve auch noch, da ist natürlich der Blimps ganz klar schneller. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn der Sebi die Chance hat, hier das Rennen zu gewinnen, warum soll er Platz machen, ne? Wenn er es noch weniger macht als die beiden, dann ist es ja so, dass er sehr berechtigterweise auch kämpft. Ah, überholen immer von Blimps. Nein, er bricht ab. Das reicht nicht. Jetzt auf der Gran, wie kommt der? Kommt, jetzt geht er an die Box. Jetzt ist er weg. Okay, ja. Gut, ist halt natürlich auch gut für Blimps, da hat man natürlich ein bisschen freie Fahrt und wieder ein bisschen aufzuholen. Da will sich jetzt der McLaren oder was zurückrunden? Wer ist das denn? Ah, da kann er ruhig ein bisschen hinterbleiben. Das ist der Audi. Das ist der Audi, der da hinter dem Blimps hängt. Und sich denkt, ich kann schneller, aber er ist ja halt überrundet. Im Übrigen gilt die Regel, wenn man überrundet ist und man will den. Ah, und jetzt muss er ausweichen, jetzt hat er sich verbremst. Oh, und jetzt dreht er sich weg, jetzt dreht er sich nochmal weg. Eieieiei, was ist da denn los? Ah, aufpassen beim Zurückfahren auf die Strecke. Katastrophe. Bei Aussie. Und er dreht sich schon wieder weg. Ah, was ist da denn los? Reifen, das ist da, wo muss man dann langsam wieder losfahren. Sanft drauf gehen, ja. War Dreck drauf, das ist natürlich dann. Der kotzt Knochen jetzt im Cockpit. Es hat sich vorne ein bisschen entspannt. Also Doktor fährt da vorne weg. Das ist klar, mit seinen frischen Reifen. Ist er allerdings auch demnächst wieder ein. Nee, wobei der war ja 19 Runden draußen, gell? Auf den. Nee, wie lange war er draußen? 19 Runden, ne? Auf den Ultrasoften. Ja, genau, richtig. So um die 19 Runden war auf Ultrasoften ja, drauf. Ja, das okay, heißt, dann bitte noch ein bisschen. Zweitplatzierter Nike zockt und mittlerweile konnte Bliemsur wieder die Lücke schließen zu Nike. Also ich bleib dabei. Bliemsur kann schneller als Nike zockt, weil er schließt immer wieder die Lücke aufs Neue zu ihm. Egal was aber da passiert. Aber er schafft sich nicht zu überholen, was einfach dafür spricht, dass er zu viel Flügel drauf hat im Vergleich zum Nike zockt. Aber jetzt gehen wir mal durchs Feld. Jetzt wird's mal Zeit. Was ich jetzt wieder spannend finde, der Baby kommt ein bisschen auf den Banger ran. In den Neger. Aber halt immer noch einen weiten Abstand. Der hat 10,7 Sekunden Rückstand auf ihn. Also noch einiges. Das wird ein bisschen dauern, bis er da rankommt. Ja. Wenn der Bauwerk wird. Dann haben wir auf Platz 6 den Lukas, der immer noch sich vor Franco Viola halten kann. Die kämpfen auch schon seit einigen Runden miteinander. Hat der Kaido gerade den Stone überholt? Auch die beiden Mercedes? Sieht aber auch nicht gerade lieb aus, wie wir miteinander fahren. Ich bin drauf. Oh, und Stoney dreht sich aber da fast Kaido weg. Der Kaido auf den Ultrasoften, also ich denke mal ein bisschen schneller. Ja, Sebi mit der neuen schnellsten Runde. 1:19:1, ja. War zu erwarten natürlich jetzt mit den Ultrasoften, ja. Ja, da wird natürlich langsam auch den Neger aufholen. Ich denke mal, da wird es ein paar Runden auch ein bisschen spannender werden. Auf jeden Fall, ja. Weil Tobias Heine und sein Teamkollege kämpfen jetzt auch Platz um Platz. Franco Viola verliert Plätze, was ist da los? Ah, nee, der hat den Angriff, der hat zum Angriff angesetzt. Aber hat nicht geklappt. Kommt nochmal ein Versuch.
Ja, er versucht's innen. Nein, aber reicht nicht, reicht nicht. Tobias Heine ist auch nah dran an seinem Vordermann. Auch alles Teamkollegen. Auch Teamkollegen wieder hier. Was ist denn heute los? Laute Duelle der Teamkollegen. Der Blims kommt auch vorne an den Nike, zockt einfach nicht dran. Hatte zwar der DRS-Fenster, aber sind immer noch 0,8 Sekunden. Ja. Schnellste Runde wieder von Sebi, 1.19.1. Oh. Lenny Emi hat die Session aufgegeben. Schauen wir mal, wo das Auto steht. Ja, da steht er. Auto zerstört. Was ist jetzt, wenn es ein Safety Car gibt? Oh, das wäre jetzt natürlich ein Traum-Szenario für Sebi, finde ich, weil er hat jetzt die frischen Reifen drauf. Richtig, auf der anderen Seite kann er nur langsam fahren. Ob das dann reichen würde, dass er vor denen rauskommt, ist die andere Frage. Ja. Aber ich sehe, das steht sehr weit außen. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Safety Car gibt. Naja, wer weiß, ob das Codemasters berücksichtigt, ne? Klar, logisch. Es kommt ja in dem Spiel, seit dem Patch kommt der Safety Car sowieso fast gar nicht mehr raus, ne? Ja, sehr, sehr wenig. Da ist schon, hast schon vollkommen recht. Höchstens wirklich ein virtuelles Safety Car, aber was dann so eine Sekunde andauert, aber da kann man jetzt auch nicht viel aufholen. Da schauen wir mal, ob der Tobias Heine seinen Teamkollegen angreifen wird. Er hängt schon sehr dicht hinten dran. Ja, weil er natürlich jetzt auch gerade hier mal anschaut, sind die 3 Sekunden Strafen. Ja, aber sag nichts bitte, sag nichts bitte. Das wollen wir uns als Überraschung fürs Ende aufheben, dass wir nicht im Vorfeld schon wissen. Das ist auch schwer zu überblicken, da sind so viele Strafen, Streckenbegrenzung, Streckenbegrenzung. Also, ich, wie schon gesagt, ist Mexiko halt eine sehr anfällige Absolut, ja. Strecke für die kleinen Fehler sozusagen. Absolut, ja. Strafen. Also hier hat Tobias Heine dasselbe Problem wie Blimsor bei Nike zockt. Oh, und jetzt geht er rechts neben die Strecke. Naja, da kann er nicht angreifen, nee, das ist nix. Oh, und jetzt dreht er sich weg, Da hat er es versucht, aber war ein bisschen zu übermütig und ist dann aufs Gras rausgekommen, ja. Dadurch jetzt ein paar Sekunden und Raucher wieder ein bisschen, bis er wieder rankommt. So, jetzt gehen wir auf Sebi, der kommt nämlich an Dinesia rangeschossen, der ist nur noch eine Sekunde dahinter. Ah, schon so früh. Ich dachte, der braucht ein bisschen länger, aber der hat ja echt gute Runden gefahren. Ja, ja. Und Dinesia musste tatsächlich abreißen lassen, also seine Pace ist immer noch sehr gut, um Gottes Willen, aber mit den ersten dreien kann er da nicht mithalten. Da kann man nicht mithalten. Und Franco probiert's bei GTB und er überholt ihn. Aber jetzt ist der GTB wieder auf der Innenbahn und auch stark. Starker Konter von GTB. Sebi hat es nicht geschafft vorbeizugehen, beziehungsweise hat es vielleicht noch nicht probiert. Ja, kommen jetzt schon sehr nah dran, nur noch 400stel. Natürlich jetzt 4/10 meinst du, ja. Naja, 4/10, das ist natürlich jetzt auf der Kran natürlich schon eine große Angriffsmöglichkeit. Was ich auch interessant finde, ist, die Reifen vom Dr. BDT sind jetzt mittlerweile auch schon richtig alt, aber der Abstand zum Nike zockt bleibt mittlerweile gleich, er wird nicht mehr größer, aber näher ran kommt der Nike zockt auch nicht. Nee, der ist. Er hat eine wahnsinns Rampage gerade. Ah, jetzt macht ihm der Red Bull sozusagen ein bisschen die Überholungsmittel, war ein bisschen kaputt. Wo bist du?
Sebi. Ah, und er ist jetzt außen dran und er ist vorbei. Er ist vorbei. Mensch, jetzt hätten wir das fast verpasst hier. Kommt ein Konter? Glaube ich nicht. Ja, Sebi hat natürlich jetzt DRS, natürlich der Manager eher erwähnt, also kein DRS. Ja, sind wir ehrlich, also wenn er gesehen hat, dass er jetzt in 4-5 Runden über 10 Sekunden aufgeholt hat, wird er wissen, dass es nicht wirklich Sinn macht, jetzt auch sich zu wehren. Kann nicht mehr angreifen, ne. Das schafft er einfach von seiner Pace nicht mehr. So, Andy und Stoney an der Box. Ja, aber Deneja ist jetzt noch gut dran. Er konnte sich jetzt noch nicht so lösen. Jetzt bin ich ja gespannt, ob der Deneja vielleicht ultra wenig Flügel hat und wieder kontern kann. Das wäre jetzt interessant. Kommt jetzt schlecht aus der letzten Kurve. Nee, das kann er vergessen. Da ist er zu weit weg. Das kann er vergessen. Ich glaube auch nicht, dass der Deneja in den nächsten paar Runden drankommt. Das ist schon eine Sekunde. Da fährt der Sebi einfach jetzt konstant die Runden sehr schnell, also... Ja, ja. Er ist jetzt aber 16 Sekunden hinter Blimso, das ist natürlich eine ganze Menge. Ich bin gespannt, ob der Sebi heute eine Rolle spielt beim Rennsieg bzw. ums Podium. Ja, das ist schwer zu sagen, also ich weiß nicht, er sollte schon ein hartes Brett, 16 Sekunden. Sag mal, der Dr. BTT hat schon wieder eine Sekunde rausgeholt auf seinen Zweitplatzierten. Der fährt da vorne echt brutale Zeiten. Der fährt aber auch auf den Ultrasurfer, das heißt, der muss gleich auch immer wieder, wieder in die Box rein. Weil er natürlich nicht auf welche Strategie er fährt. Naja, aber wenn die Reifen prozentual gehen und du siehst, dass du keine Zeit verlierst, dann kannst du den Stint ja auch ewig rauszögern, ne? Ja, klar. Stoney überholt und Kaido. Ah, Kaido war in der Box. Gehen wir mal auf den Lukas, der hier 0,8 hinter dem Franco Viola ist, der mittlerweile an ihm vorbeigehen konnte. Haben wir eigentlich Kommentare? Keine, oder? Nee, alles leer, alles, keine Fragen. Okay. Das ist das alles sehr überschaubar. Oh, Blimps nur noch 0,2 Sekunden auf Nike zockt. Ja, das kennen wir aber, oder? Ja, aber vielleicht greift er jetzt mal an. Schauen wir mal. Ich bin in seinem Cockpit dabei. Er verliert immer so viel Zeit in der letzten Kurve. Ich kann das nicht verstehen. Ja, man kommt auf der Kram einfach nicht dran. Ja. Der wird kotzen. Der kann nach dem Rennen... blind ein Bild malen vom Getriebe vom Nike. Am besten noch mit so einem Nike-Zeichen, ne? Genau. Wenn die Nike-Schuhe erstmal aus dem Schuhregal verbannt, nur noch alle das. Aus Prinzip, ja. Ja, also, aber der Sebi? Gerade 18 Sekunden, jetzt nur noch 13 Sekunden. 16 waren es, ja. Oder 16, ja. Ist natürlich der Zweikampf vorne ist natürlich auch gut für ihn. Also für den Dr. BDT läuft es wie geschnitten Brot hier, definitiv. Der hat immer noch starke 20 Sekunden Vorsprung auf den Sebi. Der, sage ich mal, eine andere Taktik fährt als die ersten drei. Und selbst auf ihn hat er aber noch einen Vorsprung, also sitzt gut aus, sagen wir mal so. Ja, es ist, also. Wenn er so weiter fährt, hat er erstmal in den nächsten Runden überhaupt keine Probleme. So, der Andy greift den Avalanche an. Ja, der Andy ist auf den frischen Supersofts und der Avalon auf etwas älteren Ultrasofts.
setzt sich daneben Ah. und geht vorbei. Haben sie beide Platz gelassen, sehr schön. Auch, da kommt auch kein Konter mehr, das reicht für einen. Ja. Blimps in den. Ja, ich sag ja 0,3 Sekunden nach der langen Kran, aber die kriegt die letzte Kurve einfach nicht. Dann haben wir noch Knight Rider und Momo im Zweikampf. Was macht denn der Dänescher da? Der ist ja auch noch da mit dem Spiel, aber sind die überrundet? Das verstehe ich nicht, was da gerade passiert. Jetzt gehen wir auf den Dänescher. Ja, ist der da der mit dabei? Ja, nee, Dänescher ist vor ihm. Oder ist Knight Rider im Red Bull? Nee, aber der Knight Rider hat doch gerade den Dänescher überrundet. Also, hat den Dänescher überholt. Oder hat er? Falsch? Also, der mit dem roten Helm ist der Dänescher. Der Momo war das. Der Momo hat den Dänescher überholt. Echt jetzt? Der 14. Ja, der 14. hat den 5. überholt. Okay. Naja, ist eigentlich nicht erlaubt, aber vielleicht, wir wissen nicht, was im Teamspeak gesprochen wird. Aber klar, im Zweikampf, er geht jetzt in die Box, Dänesche geht in die Box. Aber da hat er jetzt seinen Teamkollegen natürlich den Zweikampf versaut, so ein bisschen. 5 Sekunden Stop and Go für Dänesche. Ah, da war er zu schnell. Der kotzt ab jetzt gleich. Das ist ärgerlich. Ich glaube, der hat dann einen Fehler gemacht und kam ein bisschen aufs Gras und hat natürlich dann direkt seine Reifen ein bisschen verschlissen. Tobias Heine auch in der Box. Wie sieht's vorne aus? Blimps immer noch hinter Nike zockt, aber. Ja, irgendwie. Kommt da nicht vorbei. Das ist ärgerlich für ihn. Ja, ja. So, zweikampftechnisch ist es ziemlich ruhig hier gerade. Die Abstände sind soweit drin. Keins, wo außer ich irgendwas Blimps sehe. Halt, aber. Außer Blimps halt, ja. Der fährt als geht. Und er geht in die Box. Nochmal ein Undercut. Wie geht's auf welchen Weg, auf welche Reifen wird er jetzt gehen? Und die Supersoft stehen bereit. Ja. Dann holt sich jetzt nochmal die Supersoft und dann nochmal die Ultrasoft am Schluss. Das denke ich mir auch, um vielleicht nochmal wirklich einen letzten Angriff zu machen auf Nikesoft. Was natürlich dann vielleicht der entscheidende auch wäre. Jetzt hat natürlich der Blimps freie Bahn. Kann durchfahren, der Nike zockt aber natürlich auch. Der hat wieder fettgestellt natürlich. Aber dann geht in der Box und holt sich nochmal die Ultrasofts. Und was macht Nike zockt? Fährt in die Box, natürlich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's spannend. Wie kommt Blimps vorbei? Kommt er vorbei? Bleibt da hinten an oder? Hat jetzt auch noch zwei Streitlinien vor sich, aber auf der anderen Seite Vorteil, er hat DRS jetzt. Da würde er sich auf der anderen Seite wieder freuen. Er sagt ihm, macht Platz und danke fürs DRS. Schau mal rechts vorne auf die Boxenausfahrt. Nike zockt und er ist vorbei. Er ist vorbei, ist locker. Er ist vorbei. Er hat's geschafft. Oh, der wird sich jetzt freuen und Nike wird es kotzen. Natürlich auch gleich den Williams überholt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kommt der Nike zockt an den Williams vorbei. Ja, der muss ihn vorbeilassen, ne? Der ist überrundet, also. Ja, macht er gut. Macht er Platz, ja. Nike zockt nichts verloren. Aber beide auf die Supersofts gegangen.
Ja. Also jetzt keinen anderen Identische anderes Strategie, die Muster wird da beiden, ja. angenommen. Also wie viele Autos müssen die da noch überholen? Das gibt's ja nicht, wie viele die da überrunden müssen. Ja, machen aber Renault gut macht auch Platz, Platz. Alter. Das ist Ja. Oh, und der Renault da hinten fliegt ab. Boah, welcher war das? Der Phantom Thomas, ne? Ah, ich weiß Ja, es nicht. Sieht so Phantom aus, Thomas ja. ist ab. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was der Abstand zwischen Nike zeigt und Limsor macht. Jetzt bin ich gespannt. Dr. BDT ist an der Box. Dr. BDT ist an der Box. Wieso? Was ist Jetzt bei wird's dem spannend. passiert? Der ist Vierter? Der kommt als Vierter raus. Hinter Blims und hinter Nike zockt? Wie ist das denn möglich? Was? Jetzt haben wir natürlich ganz aus den Augen verlassen. Aus den Ja, Augen der hatte gelassen. aber auch Wo? komfortable 7 Sekunden Vorsprung auf Nike zockt vor dem Boxenstopp. Also da muss irgendwas passiert sein. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Der wird Das kotzen. muss natürlich. Der wird kotzen. Der hat jetzt 3 Sekunden Rückstand auf Blimsow. Da ist natürlich fraglich, was der jetzt in den letzten ein, zwei Runden gemacht hat. Ich habe den vollkommen aus den Augen lassen. Ja gut, ich meine, es gab auch keinen Grund draufzuschalten, weil er hat ja vorne souverän geführt, hatte gut Vorsprung auf die beiden und es gab überhaupt keinen Grund zu vermuten, dass er hinter denen rauskommt. Also ist ganz, ganz komisch. Also Nike Zock bleibt dran an Blimsor. 1:18:08, gute Zeit von Nike. Ja. Gute Zeit, schnellste, neue schnellste Runde. Das mit dem Doktor, das ist natürlich jetzt echt fraglich. Wo Ja. kam der her? Was hat er gemacht? Vielleicht können wir ihn nach dem Rennen Jetzt. interviewen. Dann kann er es uns vielleicht verraten. Ah, Deneja hat GTB überholt. GTB hat es versucht, eins von beiden. Ja, die fahren ja eigentlich zwei unterschiedliche Rennen, so groben Ganzen. GTB hat erst einen Stop, Deneja schon zwei. Fahren wir mal beim Nike mit. Nee, das wird hier falsch angezeigt, du. Es wird links angezeigt, Nike zockt, hat Supersofte drauf, ne? Wenn ich aber bei ihm im Cockpit mitfahre, hat er Ultrasoft. Oh, Nee, das leckt hier gerade bei mir. bei mir hat er normale Supersoft drauf. Bei Okay, Nike dann ist zockt. das ein Anzeigefehler. Bei mir Also hat das komplett Ultrasoft drauf. IV-Kamera und auch überall. Okay, ja, dann gut zu wissen. Also bei mir hat er Ultrasoft drauf. Auf jeden Fall holen sie auf den führenden Sebi auf, der mit seinen Ultrasoften draußen ist. Wann waren der nochmal an der Box? Runde 25 oder so? Kann das hin? Wer jetzt? Sebi. Sebi, ja, ich glaube, der war noch spät. Ich glaube, erst Runde 27, 28 in der Box. Aber jetzt hat er natürlich wieder auf die Ultrasoft gewechselt. Beziehungsweise das Man erste sieht, der Mal auf die putzt. Ultrasoft, ne? Der war ja auf Supersoft Ja, davor. der genau. Der war von den Ja. Supersoften und dann auf die Ultrasoft drauf, richtig. Also wir haben die Runde 43 von 71, jetzt 44. Es sind noch 27 Runden zu Ja. fahren. Da kann er Jetzt auf würde die ich Supersoften dann. gehen und durchfahren, definitiv. Jetzt Ah, greift Nike Nike an, probiert es außen, setzt außen. sich außen daneben, Aber aber es. jetzt macht Blimso das gleiche, was er die ganze Zeit gemacht hat. Macht schön Kampflinie.
Der die Dr. beiden, das ganze kommt Rennen, wieder oder? leicht ran, aber ich frage natürlich immer noch, was er eigentlich auf dem Platz macht. Der wird sich da wieder einmischen, das sage ich dir. Der war wirklich schneller als die da vorne. DGTB in der Box. Aber da hat er eigentlich freie Fahrt, vor ihm keiner, hinter ihm keiner, also. Jetzt hat er verloren auf dem Blieben, so der Nike. Jetzt ist er aus dem DRS-Fenster gefallen. Ah, ärgerlich. Und sein Teamkollege wiederum kommt jetzt hinten ran. Haas gegen Wir holen jetzt Ferrari. Dieses Rennen. langsam auf den Baby auf. Ja. Wenn ich Sebi wäre, würde ich jetzt in die Box gehen. Dann würde ich jetzt nicht im Zweikampf unnötig Zeit verlieren, würde in die Box gehen und würde die Supersoften draufschnallen. Mit denen kann man nämlich durchfahren. Ab jetzt auf jeden Fall. Ab Runde 45 ist das ganz sicher, dass er da auch später keine Probleme haben wird. Die Frage ist, wie es dann nachher auch, wenn wirklich noch Blims oder Nike zockt, auf die Ultrasoft wechselt. Ja, also ich denke mal, beim Sebi wird es eher um Platz 3, 4 gehen, anstatt um Platz 1. Ja, ich glaube, der wird sich den 14. Platz sichern. Drei, weil nicht, Dr. BBT, Es sieht wird knapp aus, auf jeden sagen Fall, wir, ja. Weil, wenn er jetzt in die Box geht, dann hat er ist ja im ungefähr Dreikampf vorne. einen Boxenstopp, hat er dann ungefähr Rückstand. Und dann ist halt die Frage, kann er dann aufholen und den Abstand wieder verringern oder bleibt er erstmal gleich, weil die Reifen von denen da vorne sind ja auch noch nicht alt. Ah, er bleibt draußen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt Blims gleich dran vorbei? Er holt pro Runde jetzt wirklich, eine Sekunde auf was. Also, er ist fast 20 Runden jetzt draußen, der Sebi auf den Ultrasoften. Fast so lange wie Doktor auch gewesen ist. Natürlich schon eine lange Zeit. Also eigentlich müsste er wirklich in den nächsten ein, zwei Runden in die Box reingehen. Vielleicht überlegt er ja, mit den Ultrasoften zu Ende zu fahren, aber da müsste er noch 4, 5 Ja, Runden das draußen bleiben. ist. Das geht eigentlich nicht. Das ist. Ich glaube, dann sind wir nachher auch bei 80, 90%. Da kann man kaum noch mitfahren. Dann ist man nur noch am Rutschen. Also es tut uns leid, wenn wir ein bisschen wenig vom Mittelfeld heute zeigen, aber wir haben hier einen echten Vierkampf um die Spitze und das ist wirklich einfach das Wichtigste gerade. Das müssen wir einfach zeigen. Da wollen wir nichts verpassen. Ansonsten gibt es noch auf Und Platz lässt er deinen 7, Teamkollegen 8, vorbei? 9. Lässt er seinen Teamkollegen vorbei? Nein, er fährt volle Kampflinie. Er fährt volle Kampflinie. Farbe des Autos ist ihm sowas von wurscht. Jetzt kann man natürlich der Nike-Zock ganz nah ran, ne? Jetzt sind alle vier zusammen, aber ich denke, Sebi Jetzt geht jetzt hängt in er die ihm schon im Box. Heck. Sebi muss jetzt in die Box. Aber er bleibt Er draußen. bleibt draußen, okay. Er bleibt draußen, ist Der natürlich wird auch sich so eine Sache freuen. jetzt. Blimso wird sich dahin gehen freuen, weil er jetzt halt DRS hat. Er kann er sich auch besser verteidigen. Er setzt sich daneben. Aber wir kennen einen schlechten Topspeed. Oh, bei mir leckt es gerade brutal, bei dir auch? Bei mir auch. Das ist, ich weiß nicht, was da los ist. Und er ist innen Und da vorbei. berühren sie sich und dann. Blieben soll es vorbei, innen. Nike Zock Jetzt. setzt sich auch daneben und geht auch vorbei. Und Dr. Und BDT Dr. natürlich jetzt BDT auch setzt ganz sich nah auch ran. daneben. Zu dritt nebeneinander. Wahnsinn! Und er, sein Ist aber auch am Teamkollege, Blink. Dr. BDT wird rausgeschoben vom Teamkollegen. Wahnsinn! Und Und Sebi dann will dreht sich der kontern, Sebi, dreht nee, er sich hält sich fast. noch. Oh, warum leckt denn das jetzt hier so? Meine Güte. Ist das nur bei uns oder ist das auch im Spiel? Das wäre natürlich ganz ärgerlich für alle Beteiligten in dem ganzen Vierkampf hier Ja, gewesen. ich glaube nicht, dass das im Spiel auch so ist. Also es ist auf jeden Fall komisch. Also beim Doktor, wie sieht's da mit dem Reifen aus? Mit dem Flügel? Es sieht soweit gut aus. Sieht alles heile aus. Also, ist, glaube ich, nur rechts ein bisschen auf Gras und ein bisschen auf die Bande gekommen. Ein bisschen an der Bande drauf gekommen, aber ja, es ist. Jetzt ist Blims natürlich auf Platz 1. Blimse ist jetzt auf 1 und hat 1, Und Sebi fährt jetzt in die Box. Finde ich eine Runde zu spät. Da hätte ich wirklich.
Unnötig, dass er jetzt nochmal Gedanken. draußen geblieben ist, ja. Ja. Hätte er eigentlich direkt in die Box gehen können, wäre egal. Weil jetzt hat er selber nur Zeit verloren. Da hat er jetzt nichts gewonnen dadurch. Richtig. Und der Andy? Andy ist aus der Session oder hat. Ist Ghost? Stand da dran, hat die Session verlassen, habe ich gerade nicht gesehen. Ich auch nicht, stand auch nirgends vor, aber der ist anscheinend Ghost. Ja, der Ghost ist ja. Nicht, Jetzt ist er kein Ghost mehr. Ne, jetzt fährt er wieder normal. Dadurch ist, glaube ich, zwei Plätze verloren. Vielleicht ist sein Fernseher ausgegangen oder so. Irgendwie sowas. Oder es hat jemand geklingelt. Naja, irgendwas in die Richtung kann vielleicht passiert sein. Aber der Dr. BDT ist jetzt Dritter und hat 5,8 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen. Ja, das also bei ihm ist es richtig schlecht gelaufen. Im Dreikampf. Also, ja, ja. Gucken wir mal auf die Rundenzeiten vom Doktor, wie es da aussieht. Das interessiert mich jetzt. Der hatte eine 1,18, eine 1,19, eine 1,19 und jetzt eine 1,23,2, die letzte. Da hat er 4 ja, Sekunden und er fällt verloren. In die Box. Er fällt in die Box, dann hat er ja, wahrscheinlich doch einen Flügelschaden daher das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist, Flügel wird nicht gewechselt. Ist aber hoffentlich nicht deswegen, weil er vergessen hat, das jetzt umzustellen. Dass der Flügel auch gewechselt wird. Dann muss er gleich noch mit Boxer, das ist natürlich super ärgerlich. Das will natürlich dann ihm wirklich den dritten Platz kosten. Sebi geht vorbei an ihm und er kommt auf Platz 5 hinter Dinesh raus. Boah. Oh, es ist einfach ärgerlich, ja. Jetzt ist nämlich Sebi Dritter mit 21,9 Sekunden Rückstand auf Nike zockt. Ist das die Vorentscheidung jetzt hier? Geh mal so und lange auf den Lukas. 2 Sekunden auf Bims, das ist natürlich 1,5 jetzt, ja. Pendelt sich da irgendwie hinten drin ein. Und Nike gesagt, hat sich gerade eine 3-Sekunden-Strafe abgeholt. Knight war da ebenfalls, also ich. Das wird nachher sowieso. Die Strafen werden bei dem Rennen hier extrem entscheidend sein. Extrem. Weil ich habe hier auf der Strecke Leute mit 20 Sekunden Strafe rausgehen sehen, die eigentlich mit 2 Strafen nach so einem Rennen normalerweise rauslaufen. Maximal. Oder keine Strafe. Also das wird jetzt interessant. Ah, das leckt bei mir immer wieder. Ich verstehe das nicht, warum jetzt auf einmal das, ja, das es ist leckt hier. Irgendwie ein bisschen, die Lobby ist gerade ein bisschen hier am Längen. Das ist, ja. Ach, ich hoffe nicht, dass das im Rennen auch so ist. Oh, Sebi 1,18,6. Starke Zeit. Ja. Aber der Sebi ist natürlich jetzt auf die Ultrasoften gegangen. Gerade bei seinem Stop. Damit kann er durchfahren. Ohne Probleme. Audi hat die Session aufgegeben. Ja, ist. Ah, ist natürlich im Sektor 3. Finde ich ein bisschen ungünstig. Au, wo steht er denn da? Im Stadion? Im Stadion, in der letzten. Sorry, habe ich die Runde, ne? War so schwer erkennen. In der vorletzten Kurve dürfte das sein. Ja, er steht ja, komisch ja, zur Strecke auf jeden Fall. Oh, jetzt ist interessant, ob ein Safety Car rauskommt. Der Dr. BDT, der wird jetzt. Der wird jetzt Stoßgebete gegen Himmel richten. Bitte, bitte Safety Car. So wie ich letzten Sonntag. Mich wurde nicht erhört. Natürlich. Ja, ich habe in Mexiko auch schon ein paar Unfälle gesehen und da gab es wirklich keinen Safety Car. Was eigentlich auch fraglich war. Wie es aber aussieht, kommt es hier auch nicht raus. Oh, und ich sehe gerade, dass beim Lukas GGTB der Flügel völlig zerstört ist. Der ist nämlich gerade an Tobias Heine vorbei. Aber dem sein Flügel ist ja, das ist ja nur noch eine Platte. Ja, und da fährt er geradeaus. Kann auch die Kurven gar nicht mehr einhalten, das ist natürlich jetzt ganz ärgerlich für ihn. Ja, aber da hat er jetzt abgekürzt und sich vor Tobias Heine gehalten, darf er eigentlich auch nicht. Ja, Outer die Session verlassen. Also komm, Safety Car fände ich jetzt ja schon interessant, ne? Ja, aber. Und fährt Outer in die Box? Ich denke ja. Outer ist raus, ja. Du meinst Lukas. Lukas fährt in die Box, ja, definitiv. Muss er, klar. Ja, aufs Auto, ja, tut mir leid, tut was richtig. Und Dr. BDT ist jetzt an Dinesha rangefahren.
Und Sebi hat sich tatsächlich die Ultrasoften geholt, sehe ich gerade. Der will mit den Ultrasoften durchfahren, oder was? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, der hat die Ultrasoften, wo war die? Sorry, habe ich nicht registriert. Aber das ist ja Wahnsinn. Im Übrigen Sektor löst sich 1. jetzt Blimsor endgültig von Nike Zock mit 2,5 Sekunden. GGTB raus. Die Session verlassen. Disconnect. Fragezeichen. Nee, er hat die Session aufgegeben, weil das Auto wird abgestellt. Gut, das ist jetzt, weiß ich nicht, Flügelschaden, kein Lust mehr gehabt, ist auch in der Box rausgegangen. Also man darf eigentlich nicht die Session aufgeben, soll man nicht machen. Weil das kann natürlich jetzt eine rennentscheidende Geschichte auslösen, durch den Safety Car zum Beispiel. Ah, und der Dr. WT überholt den Dinera. Ah ja, der hat schon ihn überholt. Gut, war aber zu erwarten, ne? Er ist deutlich schneller, das ganze Rennen schon. Ja. Mit den Ultrasoften, den Neger auf den Supersoften, das war noch eine Frage der Zeit. Aber Blims macht seinen Vorsprung vorne immer weiter. Jetzt sind es fast 3 Sekunden. Ja, also wir haben in 2 Runden ist das Boxenfenster offen für Ultrasoft, für den letzten Stint Ultrasoft. Und Sebi hat 20,8 Sekunden Rückstand auf den Führenden. Und wird dann so ziemlich gleich mit dem Führenden rauskommen, aber der Führende hat dann ganz frische Reifen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sebi mit den Ultrasoften durchfährt. Das sind über 20 Runden knapp. Ich meine, ist der Dr. WDT am Anfang auch? Keine Frage, aber der kann natürlich die Zeiten zum Schluss nicht mehr einhalten. Ja, das waren ja, wann ist der in die Box gegangen, der Sebi? Der ist ja vor 4, 5 Runden Schon an die Box vor, gegangen. ich würde sagen, vor 5 Runden circa, Das das sind ist ja, natürlich. weit über 20 Runden, die er da fahren muss mit seinen Ultrasoften. Das ist schon viel. Aber machbar auf der Strecke. Also platzen werden die ihm auf keinen Fall. Ansonsten haben Das wir Feld keine, ist ja ganz genau, schaubar. Ein paar keine Zweikämpfe gerade. Überrundungen, aber Also ich würde jetzt an die Box kommen. Wenn ich Blimsor wäre, ich würde jetzt an die Box kommen. jetzt schon auf die Ultrasoften gehen. Ich weiß natürlich nicht, wie seine Reifen aussehen, aber Ah ja, ich das sind würde dann nur wirklich noch. 17 Runden. Das ist perfekt auf den Ultrasoften auf der Strecke. 17 Runden ist ja nicht viel. Nee, das sind auf jeden Fall nicht 4 Runden, klar. Das ist ein Prinzip, also der normale Stint, der vom Spiel vorgegeben wird, auf den Ultrasoften mit frischen Ultrasoften sind genau 17 Runden, das weiß ich noch. Was meinst du jetzt? Meinst du, Blimsor fährt durch? Mit den, wenn er jetzt die Ultrasoften holt, oder was? Nee, wenn er jetzt komplett durchfährt mit den Supersoften. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Das geht auf gar keinen Fall. Der muss jetzt nochmal an die Box und er holt sich dann nochmal die Ultrasoften und dann fährt er durch. Das ist eine klassische Dreistopp, die der macht, hundertprozentig. Weil sonst wäre er länger draußen geblieben vorher. Ja, der Neja geht in die Box, wird sie wahrscheinlich die Supersoften. Nee, Ultrasoften. Und wenn du die Ultrasoften, ja, wie gesagt, jetzt ist das Boxenfenster offen für Ultrasoft. Ultrasoft, brauchst du eigentlich keinen. Wenn du noch einen Satz hast, würde ich jetzt auch die Ja, Ultrasoften holen. nee. Kommt. Na. Hinter Tobias Heine raus. Weil der ist natürlich schon noch Okay, etwas Blimsor älteren. bleibt draußen auf jeden Fall. Aber Nike Zock müsste doch dann wenigstens noch mal reinkommen. Der könnte dann einen Undercut setzen. Der müsste jetzt einen Undercut setzen, richtig. Ah, Stoney hat den Avalon überholt. Auf Platz 9 und 10, aber jetzt nichts Wildes.
Oh, machen sie den Leser da. Ganz schlechte letzte Kurvenpassage. Und der fährt nochmal in die Box? Hat der eine Durchfahrtsstrafe oder was ist los? Er bleibt stehen, was? Ach, das ist total buggy hier, sieht man irgendwie gar nichts mehr. Nee, das ist schon richtig wieder gefahren, das ist schon aber ganz komisch. Holt sich jetzt. Flügel, ja. Flügel, ja. Flügel zerstört. Ah, das ist ärgerlich. Der ist jetzt eine Runde vorher in die Box reingefahren. Also bei mir spackt hier einiges rum. Der Abstand zwischen Nike Zock, der schwankt bei mir zwischen 2,1 und 3,0 Sekunden die ganze Zeit hin und her. Innerhalb von Sekunden, also innerhalb von Minisekunden. Das kann gar nicht sein, dass der sich so stark verändert, der Abstand. Gut, mit der letzten Kurvenpassage und dann auf die Gerade, ne? Natürlich auch so eine Sache. Natürlich schon mal größere Kundenunterschiede aufkommen. Und der Dr. BDT, der gibt Vollgas, der holt sogar auf den Sebi auf, ja? Also der ist der schnellste im Feld aktuell. Ich bin jetzt mal auf dem Veneta Grand. Das sieht irgendwie aus, als würde er nicht mit Full Power fahren. Meinst du? Als Unfall, Sektor 2. Ne, alles wieder gut. Der Stony sozusagen, ja. Ist mit dem Stony gerade drauf, ja, weil der hinter Deneja hängt. Und der Deneja ist eigentlich auf den Super, auf den Ultrasoft jetzt frisch. Ich glaube nicht, dass der Stony da ankommt. Ah, Andi überholt Tobias Heine. Ah, Andi. Tobias Heine war, glaube ich, in der Box. Der war in der Box, ja, der war in der Box. Jetzt gehe ich mal auf den Nike Zockt. Wann hat denn der mal vor, in die Box zu gehen? Ich verstehe das nicht, warum der keinen Undercut setzt. Ich meine, 3,3 Sekunden ist mittlerweile eh zu viel für einen Undercut. Das reicht nicht aus. Aber trotzdem, das hätte man doch mal machen können. Früher in die Box gehen müssen. Wie sieht's aus? Meinst du, die wollen wirklich beide mit den Supersoften durchfahren? Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Vor allem also macht es überhaupt keinen Sinn. Weil es ist definitiv schneller, wenn du jetzt auf Ultrasoft fährst und dann mit dem frischen Ultrasoft nochmal richtig angast. Das ist schneller, als draußen zu bleiben. Hundertprozentig. Jetzt mal schauen, ob alle dabei in die Box geht. Ja, Blims. Na doch nicht. Sah jetzt so aus, aber geht nicht in die Box. Nike auch nicht. Nike zockt auch nicht. Wollen die echt draußen bleiben, oder wie? Aber die sind halt schon sehr früh an die Box gegangen, deswegen wundert mich das halt, aber gut. Man sieht, der Sebi, der holt ein bisschen auf, auf den Nike zockt. Ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Ja, der holt kontinuierlich auf, aber gut, ich meine, die 14,5 Sekunden wird er nicht mehr aufholen bis zum Rennende normalerweise, aber. Ja, das glaube ich auch nicht, aber ich. Aber das sind jetzt gerade von Blimser und Nike zockt verschwendete Sekunden, die sie vielleicht noch, oder Nike zockt halt wirklich gut machen hätte können. Ja, definitiv. Also es sieht ganz danach aus, es sei denn, die haben so einen hohen Reifenverschleiß, dass sie sagen, ich muss, keine Ahnung. Ich habe hier ein Farbspektakel auf den Reifen vom Nike gezockt. Immer schön rot und violett im Wechsel. Nee, der ist aber ganz normal auf dem Rot unterwegs. Ja. Der verliert auch immer mehr auf dem Limso, der ist jetzt mittlerweile 4 Sekunden weg. Und Dr. BTT knabbert auch an einem Abstand zu Sebi, 7,6 Sekunden dahinter aktuell. Da könnte es gegen Rennende eventuell interessant werden, im Zweikampf. Oh, Tobias Heine überholt Andi. Schönes Überholen über die Andi, letzte Kurve leider ein bisschen zu weit außen genommen. Kommt ein Konter auf der Sehen wir hier im Hintergrund, ja. Konter kommt. Ja, aber Tobias, der ist nicht was recht. Er fährt innen vorbei. Ja, gut gemacht. Kommt wieder ein Konter vom Heine?
Ja, probiert's außen. Mit der S, aber außen war schwer. Jetzt vielleicht? Hat Nein. er schön Kampflinie gemacht, ja. Ah, Oh, ja, da sticht nochmal. er rein. Da ist gefährlich. Ah, okay, geht alles gut. Ja. Aber Sache, die Teamkollegen schenken sich nichts. Gar nichts hier. Außer die Ferraris, die sind in Eintracht heute gefahren. Ah, Kaido Gaming fährt hinter Momo. Ich bin jetzt hier noch auf der Stadt Zielgeraden eben schnell drauf bei Tobias Heine und schau mal, ob er kontern kann wieder. Ah, da überholt ihn gerade auf Sieht aber nicht so der. aus. Oh, die S gerade wird spannend. Oh, und er sticht rein! Er sticht rein und. Oh! Andi weicht auf die Wiese aus. Oh, bleibt Ja, vorne mit aber dem Gedanken gerade das und war auch ein überholt hartes Tobias Manöver. Heine. Das war ein hartes Manöver von Tobi Heine. Da ist er ein bisschen gedivebombt. Die fahren hart gegeneinander, die zwei. Jetzt sind sie aber auch schön fair, lassen sich Platz. Und Andy ist wieder vorbei. Geiles Duell. Ah, jetzt, oh ja, boah, meine Güte. Das ist wirklich spannend, die schenken sich nichts. Kaido Gaming ist in der Zeit an Momo vorbei auf der langen Geraden jetzt. Bei den ersten vier tut sich nicht viel. Von den Abständen her bleibt das gerade größtenteils gleich. So, und auch ein neues in dem Toro Rosso-Duell. So wie die gegeneinander hart fahren, könnte man fast, müsste man die eigentlich in Force India stecken. So, und auch ein neues. Wir sind im Cockpit von Tobias Heine dabei. Er hat kaum Überschuss. Ja, er ist nicht schnell genug mit seinem Flügel, deswegen muss er da versuchen, spät zu bremsen. Aber das war vorher ein bisschen zu hart für meinen Geschmack. Aber ist ja alles gut gegangen. Jetzt kommt er Wird schön er jetzt raus aus noch der Kurve mal 3. Jetzt, außen? ja, sehr schön. Ja, kommt gut raus. Aber der Nebeneinander. Andy macht das gut, der bleibt auf der Innenbahn. Ja, macht er gut. Und da kann man halt kaum überholen jetzt. Ja, da müssen sie jetzt einfädeln. Da kann man nicht angreifen in der Kurve, das geht nicht. Nike Zockt hat ein bisschen den Abstand zu Bliemsow verringern können auf 2,6 Sekunden. Die wollen, wie es aussieht. Aus Oh, einer Session oh, das aufgegeben. ist. Oh! Er ist abgeflogen! Ich habe nur Das noch. ist Ich habe ärgerlich. kurz auf die, auf den Abstand geguckt. Auf einmal sehe ich den Toro Rosso durch die Luft fliegen. Hab aber Und der jetzt. liegt Hab aber. eigentlich mitten auf der Strecke. Ich habe jetzt aber nur in dem Moment kurz die das Auto fliegen sehen, aber nicht warum und wieso. Boah, Ich aber habe es das auch nur müsste fliegen jetzt sehen, aber Safety ich Car krieg's eigentlich auch geben, nicht oder? hin. Das wäre doch jetzt mal eine krasse Sache, wenn jetzt mal ein Safety Car rauskommt. Zu dem Zeitpunkt des Rennens. Das wird nochmal richtig Würze reinbringen. Aber es wird, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur ein Virtual Safety Car. Mal gucken. Aber eigentlich muss ein Safety rauskommen, der liegt mitten auf der Strecke. Ich bin mal bei Bliemsort zu Gast und guck mal, ob er ihn auf der Strecke sieht. Den havarierten Toro Rosso. Nee, Nein, er sieht da ihn ist er nicht. weg. Er sieht nur ein paar Teile. Also die beiden bleiben tatsächlich auf ihren Supersoften draußen. Respekt. Ich glaube, es wäre interessant gewesen, wenn einer von beiden in die Box gegangen wäre. Wäre interessant zu sehen gewesen, was schneller ist. Wir hatten die schnellste Rennrunde, schauen wir mal.
aktuell hat Sebi die schnellste Runde mit 1:18.504, aber dicht gefolgt von Dr. BDT mit 1:18.587. Die beiden haben die schnellsten, aktuell schnellsten Runden gedreht. Das sind super Rundenzeiten. Das ist auch immer spannend zum Schluss. Der Dr. BDT holt langsam auf den Sebi auf, aber der Abstand bleibt ungefähr gleich. Also ja, es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut. Ja, müsste schon ein Fehler passieren, aber. Aber Sebi ist halt schon sehr lange auf der Ultrasofts. Ja, das stimmt. Die halten überhaupt bis zum Ende, ne? Ja, das ist. Kannst du mal gucken, da kam ein Kommentar. Ja, ich habe schon gelesen, Subasa. Keines Duell, leider Auto verloren. Ich muss nochmal sagen, dass es auch im Spiel sehr gesponnen hat vom Internet. Also nicht nur bei euch. Ah, okay. Okay. Das war der Tobias Heine. Ach, jetzt okay. Euch noch einen schönen Abend. Gleich war es auch noch ein spannendes Duell mit dem Andi. Von deiner Seite aus. Leider haben wir den Unfall nicht gesehen, war es vielleicht etwas unglücklich. Leider Auto verloren, ja, wahrscheinlich dann in die Wand reingerast. Okay. Schade. War auf jeden Fall spektakulär. Ja, was ich sagen muss zu dem Internet. Sorry, Deneje greift an, und zwar den Andi jetzt. Setzt sich außen daneben. Ah, das reicht, glaube ich. Andi fährt Kampflinie, hält erstmal dagegen. Aber jetzt vielleicht auf der zweiten Geraden, ob da was geht. Kommt besser raus. Ja, er kommt viel besser raus. Oh, lasst euch Platz, lasst euch Platz. Und er versucht zu verteidigen und er ist vorbei, ja. Schön gemacht. Einer der wenigen, ne, der auf der kurzen Geraden überholt. Ja, das ist eigentlich auch mit der S-Fenster eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man halt besser aus der Kurve rauskommt. Ja, weil es ist halt eine recht kurze Gerade, es geht aber auch nur dann, ne? Ansonsten ist die Gerade eigentlich zu kurz ein bisschen. Was ich noch sagen muss, der Tobias Heine sagt, das Internet hat auch gesponnen. Das war dann, als der Dreikampf zwischen Sebi, Dr. WT und, ich glaube, Nike zockt war. Ja. War natürlich dann sehr ärgerlich. Ja. Wenn es halt wirklich gehuckelt hat und. Gerade in dem Moment ausgerechnet, ne? Weil seither war es, hat sich wieder stabilisiert dann. Ja, weil es wirklich gut gerade. Ich weiß nicht, ob Stoney einen kleinen Ausfahrt mit dem Internet zu Hause. Naja, es war also wirklich nur innerhalb von 2-3 Runden haben wir mal ein bisschen was gemerkt. Ansonsten läuft hier aber alles rund, würde ich sagen, von der Verbindung her. Oh, der Nike zockt. Der ist mittlerweile dran wieder, ne? Sekunden. Gut, jetzt sehe ich gerade vor ihm viele Überrundungen, ne? Wahrscheinlich deswegen ist er rangekommen, ja. Der Dimitri, der macht auch gerade, nicht viel Platz, sag ich mal. Eieieiei, er lässt ihn nicht vorbei, warum nicht? Bleibt davor, gut, er ist vielleicht auch im Zweikampf, aber er muss ihn vorbeilassen, das ist der Führende. Der Zweite. Der lässt ihn schön vorbei. Den Winzo, aber jetzt kommt der Nike-Tock, der kommt nicht vorbei. Ah, wer ist denn das im Renault? Es berühren. Die bekriegen sich jetzt auch noch da. Weiter. Mensch, ihr müsst doch den Nike-Tock da vorbeilassen, Mensch. Eieieiei. Das lassen ihn vorbei, jetzt wird man gespannt. Ah, 2 Sekunden. Ja, aber sorry, das haben sie. Die zwei sind im Zweikampf dahinter, die kämpfen miteinander. Die versuchen da halt jeweils daraus zu profitieren, dass der andere jetzt überrunden lassen muss. Wer ist denn das überhaupt? Dimitri, da gehen wir jetzt mal drauf. Oh, ja. Die berühren sich stark jetzt im DS-Fenster, aber. Bin drauf. Aber die haben jetzt schon. Also, puh. Ich sag, freiwillig Platz machen sieht ein bisschen anders aus, ne? Ja, richtig. Natürlich, jeder wollte seinen Platz behalten. Aber die sind jetzt nebeneinander, lassen sich Platz. Schönes Duell hier. Ah, wird ein bisschen rausgedrückt hier. Und er geht vorbei an Knight Rider. Ah, sehr unglücklich von Knight Rider, der wirklich einmal den Winzer wirklich schön durchgelassen hat. Ich kann es verstehen, auf der einen Seite, die sind im Zweikampf, ne? Es ist Platz 12 und Platz 13. Aber wenn halt der Zweitplatzierte und der Erstplatzierte ankommen, dann musst du rechts ranfahren. Das ist halt echt Kardinalsregel. Und dadurch können die halt auch sich eine Strafe einfangen im schlimmsten Fall. Also Sebi konnte den Abstand auf die ersten beiden jetzt nicht mehr verringern, der bleibt immer gleich. Wohingegen der Dr. BDT, der hat den Abstand halbiert jetzt doch. Also der gibt jetzt wieder Gas. Ja, aber
Er hat jetzt Stoney und den Avalon vor sich, den Sebi schon sozusagen Sebi schon überholen Stoney konnte. Macht perfekt Platz hier, sehr schön. Das ist gut, obwohl er halt wirklich den achten Platz sozusagen gerade im Griff erreicht, sag ich mal. Ja, aber so muss das sein, ne? Weil lieber so, ne, anstatt eine Strafe zu bekommen und dadurch das nächste Rennen direkt mit versauen, unter Umständen. Also der wird, vier Runden sind es noch, ne? Der Dr. BDT wird jetzt alles geben, da noch an den Sebi ranzukommen. Ah, und Blimsor und Nike Talk, die fahren wirklich auf den Supersofts durch. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nie im Leben für möglich gehalten. Was wäre gewesen, hätte Nike Zock wirklich nochmal auf die Ultrasoften gewechselt? In Runde 54 auf die Ultrasoften, der wäre locker. Also meiner Meinung nach, er wäre locker dran gekommen. Ich habe das so oft getestet im Training und das war wirklich so, 3-Stop war schneller als 2-Stop. Nicht viel, aber es war schneller. Und ich sag, das wären vielleicht die 2 Sekunden, die 1 Sekunde gewesen, wo er vielleicht wirklich überholt hätte. Das Einzige, was ich gelten lasse als Argument, ist, dass die sich hätten nochmal mit dem Sebi auseinandersetzen müssen. Ja, und, aber der ist halt auf den älteren Ultrasofts. Ich weiß halt nicht, wie er da nochmal, ob er sozusagen viel langsamer gewesen wäre oder nicht. Ja, schon, aber selbst wenn er in 2-3 Runden aufgehalten hätte und er hätte dadurch 3-4 Sekunden verloren, dann hätte es vielleicht schon nicht mehr gerechnet, ne? Klar. Aber ich muss sagen, Sebi von 14 auf 3. Ja, ganz stark. Das steht außer Frage. Von 17 auf 3, 14 Plätze gut, 14 Plätze gut gemacht. Keine Frage. Ich sag mal sozusagen, wenn jetzt nichts mehr passiert, Fahrer des Tages, sag ich mal. Ja, das definitiv. Wobei man sagen muss, die ersten vier, also wirklich. Also mit Deneja haben wir noch mit dabei, die haben die ersten fünf, also die ersten vier und Deneja haben heute ein richtig klasse Rennen abgeliefert, das muss man einfach sagen. Franco Viola auch konstant auf seinem fünften Platz geblieben. Das stimmt. Keine Fehler gemacht. Ja. Er hatte wenig Training, soweit ich mitbekommen habe, vor dem Rennen. Konnte für Mexiko nicht wirklich trainieren. Er hatte da irgendwelche technischen Probleme, meine ich, bin ich sicher. Und dafür macht er auch hier ein saustarkes Rennen. Gut, jetzt muss ich mich noch fragen, was wäre passiert, hätte Dr. BDT nicht den Flügelschaden gehabt und nicht diesen komischen. Flügelschaden hat er ja keinen, ne? Aber er ist einmal von einem Teamkollegen versehentlich rausgedrückt worden aufs Gras. Das war natürlich schon ärgerlich. Ja, dann hat er seinen Reifen sozusagen ein bisschen kaputt gehabt, würde ich denken. Aber was war wirklich mit dem auf einmal auf Platz 4, auf einmal, was los war? Ja. Da fragen wir mal seinen Teamkollegen nachher in den Interviews. Ach übrigens, Interviews, hast du die ersten drei in deiner Freundesliste? Nee, ich glaube nicht. Okay. Außer Sebi. Die kannst du ja dann nebenher mal, so in 2 Runden kannst du den ja so eine Party-Einladung schicken. Du siehst ja, wie die geschrieben werden. Ja, klar. Müssen wir erstmal gucken, wer die ersten drei sind. Also, Blimsor und Nike Zockt fahren um den Sieg. Da werden die Strafen noch beurteilen, wer von beiden hat jetzt wirklich gewonnen. Und bei Sebi und Dr. BDT ist auch die Frage, wer von beiden auf dem Podium landet. Weil die sind auch eng beisammen. Ja, Dimitri hat die Session aufgegeben. Oh, auch in die Wand gefahren. Reifen sieht. Oh, ja. Ja. Sieht auch an derselben Stelle fast wie Tobias Heine, ne? Richtig. Die steht eigentlich auch auf der Strecke, würde ich mal sagen. Laut seiner Onboard-Kamera, aber. Ja, schon, das Safety Car ist hier. Kommt nicht mehr, eine Runde vor Schluss kommt das eh nicht mehr. Hat irgendwie, glaube ich, keine Lust. Ich weiß auch nicht. Also, spätestens bei Tobias Heine hätte ich gedacht, da muss es eigentlich rauskommen. Ja, ich verstehe das nicht, was Codemasters mit dem Safety Car für Schwierigkeiten hat. Oft, die haben echt ein klasse Spiel abgeliefert, also, das ist wirklich das Beste. Am Anfang kam es ständig raus und dann gar nicht mehr, dann wieder ständig und dann wirklich kaum noch. Also die haben ja echt das beste Spiel aller Zeiten abgeliefert, Formel 1 meiner Meinung nach, aber Safety Car ist noch ein so ein Knackpunkt, den man mal verbessern müsste, ja.
Ja, Sebi verliert jetzt auch wieder auf die Spitze, obwohl die ältere Reifen haben. Aber es sind halt die Supersoften, die halten nun mal länger als die Ultrasoften. Richtig, richtig. Gehen wir ein bisschen durchs Feld, dass wir mal andere Autos zeigen in der letzten. Ach, in der letzten Runde. Aha. Okay, jetzt geht die letzte Genau, letzte Runde. Runde von Glimsor. Gehen wir mal Gut, trotzdem das Feld 2,8 durch. Sekunden auf Nike zockt. Wenn jetzt keine Fehler mehr passieren, ist er, glaube ich, durch. Stark gefahren von den ersten Vieren. Überragend, ehrlich. Schade auch für den Neger, ne? Der hat den vierten Platz hier eigentlich verdient heute auch. Aber Ja, letztens leider. habe ich da dann, genau, den habe ich da dann Flügelschaden gehabt. Ja. Natürlich, Also Dr. BDT ist auf naja, das ändert sich 1,5 nicht. Sekunden mittlerweile rangefahren, aber in der letzten Runde bringt das halt nicht mehr viel. Nein, das wird ihm erreichen. Und jetzt fahren wir aber mit dem Führenden mit. Und jetzt sehen wir gleich das Konfetti im Stadion sprühen. Hier, pass auf, jetzt. Und. Sehen wir's? Jawohl, Ah, sehr sehr schön schön. gemacht. Zack, 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 zack. Nicht mal in der echten Formel 1 bekommen die das hin. Und wir gratulieren zum vielleicht Sieg von Blimsor. Und als Zweiter wird ins Ziel kommen Nike zockt. Und Er bleibt Dr. Oetker Zweiter, kommt nicht mehr wie es auf aussieht. Sebi ran. Eine Wie es aussieht, Sekunde, bleibt er aber. Zweiter. Ich kann jetzt leider nicht mehr dahin schalten, weil Ja, ich guck gerade, über die aber Ziellinie nee, das gefahren wurde. bleibt so. Es scheint so zu Oh, bleiben, der ja. Mom Kaido überholt noch den Momo in der letzten Runde. Momo holt sich nochmal eine Strafe ab. Ja. Gut, das ist jetzt. Blimsor hat mit dem Sprit gut gerechnet, das Auto rollt jetzt nämlich nur noch. Ja, und oh, Momo dreht sich nochmal und lässt sozusagen. Ah, gut, fand Thomas, der hat das schon Überrundung. Der bleibt 13. Also Momo bleibt Okay. 11., Kaido 10. Schauen wir mal, ob es wirklich so bleibt jetzt, ne? Jetzt kriegen wir gleich das Ergebnis hier. Ja. Blimsor hat gewonnen. Zweiter ist Nike Zockt und dritter ist Und Sebi ist Sebi. Dritter. Starkes Rennen. Es ist so geblieben. Ach, lustig. Der fährt mit einer Frau, der Blimsor. Mit dem weiblichen Avatar. Auch nicht schlecht. Ist eigentlich schöne Demütigung, ne? Gegen die beiden anderen Fahrer auf dem Podium. Ihr seid von einer Frau abgezogen worden, Mann. Macht er bestimmt mit Absicht. Oh, da hat Strafen gehagelt. Alter Falter. 12 Sekunden. Plus Blimsor hat noch die 15, plus wenigsten. 15. Oh, Franco Jura nur plus 3. Das ist natürlich eigentlich auch Stark, ja. knapp gewesen, aber daher sehr konstant gefahren. Ohne viele Fehler. Andy Okay, auf Foto 6, gemacht. Beneser auf 7 wegen den Strafen. Oh, klar, oh, plus 32. Gut, ist natürlich schon eine Menge, ne? Das ist eine Menge, ja. Das ist eigentlich, wirst du da schon disqualifiziert, so viele sind das. Aber er hat Glück gehabt. Ja, ich Er hat sie glaube nicht in eine so kurzer mehr. Zeit, ja. Eigentlich glaube ich eine mehr, dann wäre ich raus Also, ich gewesen. habe noch nie gesehen, dass man mehr als 30 Sekunden Strafe haben kann. Aber da ist vielleicht eine 5 Sekunden oder 10 Sekunden Strafe dabei oder so. Dann könnte das möglich sein. So, mal gucken, ein paar Einlagen hier. Blimsor, Nike Zockt und Sebi. Hast du die IDs? Ja. Dem soll es euch mit O, ne? Ach, mit 0, Mit mit der 0, 0, glaube 0, ich. ja. Nike unterstrich Zockt. Ja.
Nike unterstrich zockt. Ich sehe es ja gerade noch hier im Twitch. Ah, okay. Und Sebi mit Y25TH. Ah, mich hätte gerade, mich würde doch eigentlich echt interessieren, was beim Dr. BT war. Lad ihn gerne mit ein. Komm, dann laden wir jetzt mit ein, das ist doch kein Problem, das mache ich jetzt schnell. Hi, servus. Guck mal bitte in deine Einstellungen, ob du das hast mit dem... Ich lade noch schnell den Doktor ein. Wir warten noch kurz, bis die anderen kommen. Wenn alle drei da sind. Naja, also ich finde den Doktor gerade nicht. Warte, ich hab den gerade hier gehabt. Warte. Hi. Hi, servus. Hallo. Kontrolliert bitte eure Party-Einstellung, dass eure Stimme übertragen wird. Habe ich. Los. Einer von euch hat ein brutales Rauschen gerade. Ja, das höre ich auch. Das kann sein, dass ich das bin. Moment. Jupp. Kasa. Jetzt hört sich's gut an, ne? Ja, nein, servus. Servus. So, also. Moment, haben wir alle drin in der Party? Nein, Zock fehlt noch. Auf den warten wir noch. Was war los bei dem einen? Du warst auch mal von Platz 1 auf Platz 4? Hast du dich gedreht oder Runde 30 war es, glaube ich, circa? Dr. BDT, hörst du uns? Ach so, okay. Ich war gerade sowieso im Pausemenü. Ich glaube, dann hört man dich nicht, Julian. Deswegen fangen wir jetzt mal einfach, zäumen wir das Pferd nochmal von hinten auf. Genau, mach mal du Platz 4, ich mach Platz 3, du machst wieder Platz 2 und ich mach wieder Platz 1. Alles klar. Also erstmal, Glückwunsch an alle hier, Dr. WDT. Eine Frage nochmal, die wir uns, die Diego und ich uns gestellt haben. In Runde 30, was war da los? Von Platz 1 auf Platz 4? Auf einmal? Ja. Okay. Ja. Wolltest du den Flügel wechseln oder war das, haben sie das automatisch gemacht? Ah, und das waren die... Ja, das war ein Dreikampf. Also, ich will dir ja nicht deine Illusion rauben, ne? Aber du warst da vorne mit den Ultrasoften, selbst mit dem angeknacksten Flügel, der schnellste Mann, hättest du locker gewonnen, auch ohne Flügelwechseln. Ja, es ärgert dich bestimmt. Ja. Kurz bevor wir weitermachen, Julian, schau mal bitte kurz, da kamen zwei, drei Kommentare auf einmal rein, ob die Fragen haben. Na, bei meinem Twitch ist sie gerade abgestürzt. Okay, Moment. Einmal übernehmen. Kann ich gar nicht, weil ich krieg die alten Kommentare, meine ich, nicht angezeigt.
muss mal schauen. Moment. Na, ich bin jetzt wieder drin. Wenn die Fragen vielleicht nochmal reinschreiben. Ja, also falls ihr Fragen habt an die vier oder an einen der vier, dann schreibt die jetzt nochmal bitte rein. Solange mache ich mal weiter mit dem Drittplatzierten, mit Sebi. Erstmal Glückwunsch zu einem fulminosen Rennen. Von Platz 17, 18 oder so auf Platz 3 vorgefahren, ganz stark. Erklär uns doch mal vor allem, was das am Start passiert. Da haben wir gesehen, da warst du nach drei Kurven auf Platz 9. Ja, also ich sag mal so, ich habe Start eigentlich gesagt, ich fahr ganz hinten, weil ich dachte, es knallt einfach wie in Belgien hier. Und dann dachte ich mir so, ja, auf einmal war da in der Mitte ein Loch und ich konnte auf einmal so 8 Leute auf einmal überholen. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Und dann war ich nach der ersten Kurve schon an denen allen vorbei und dann dachte mir eigentlich so eine Runde 15, so bin ich vielleicht dann so, komme ich langsam beim 5. beim GGTB raus dann. Weil die sind ja dann alle auf Ultras gefahren, ich war ja dann auf Super. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie war ich urschnell vorne und dann lief das Rennen eigentlich ganz normal. Immer versucht, keine Strafen zu kriegen. Am Ende habe ich glaube, mit 10 Runden 9 Sekunden Strafen noch bekommen. Also 3x3 Sekunden Strafe und dann habe ich schon gedacht, ja, jetzt bin ich Vierter. Mhm. Aber weil der Doktor hat im letzten Stint hat er. Ich glaube, 8 Sekunden noch auf mich aufgeholt. Ich weiß nicht, was letztens denn los war bei mir. Naja, kann ich dir sagen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Jede Runde, na, der kommt näher. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, was auf einmal los war. Ich habe jede Linie versaut, ganz nur Strafen bekommen. Ja, war ich schon schön nervös. Kann ich dir sagen. Also, das haben wir uns auch gefragt. Du bist in Runde. Lass mich nicht lügen. In Runde 47 oder 46 schon in die Box und hast dir Ultrasoft geholt. Und ja, das ging aus. Also. Ah ja, aber halt, da waren die ja, also das ist schon sehr lange für Ultrasoft, oder? Nee, also ich bin Runde 26. Und aber da hattest du ja die Supersoft. 47. Ja, also ich bin 26 Runden auf den Supersoft gefahren, dann genau. Bis Runde 47 Ultras. Also 20 Runden auf Ultrasoft? Ja, und dann nochmal 24? Ja, ich glaube 24. Also es ging sich aus, hat jetzt 65% am Ende. Okay. Ich wusste halt, ich dachte mir vielleicht, weil Blimps ist ziemlich früh auf die Roten gewechselt, dachte ich vielleicht, da kann ich ihn noch, die brechen noch viel mehr ein, dachte ich, aber... Nach ja, die sind ja nochmal weggefahren am Schluss, ne? Ja, ich habe mir nichts mehr hinbekommen, die sind so eingebrochen, aber... Ja. Aber bist du zufrieden 20... mit Platz 3, oder? Ja, also komplett. Ich habe es voll vercheckt, mich anzumelden, Platz 3 passt. Nämlich mit. Ja, also. Gut. Sehr gut. Sind inzwischen jetzt... Fragen gekommen? Über Twitch? Ja, die haben nur gesagt, dass man den Dr. BLT nicht hört. Ach so, man hat ihn nicht gehört, leider. Okay. Der hat wahrscheinlich seine Parkeinstellung. Müssen wir wahrscheinlich noch ändern. Jungs, also ich hab noch eine Frage. Ganz kurz, Sebi, sofort. Ja. Dann wiederhole ich, fasse ich einfach kurz zusammen, was Dr. BDT vorher gesagt hatte. Wir hatten ihn nämlich gefragt, was passiert war, warum er von Platz 1 mit 7 Sekunden Vorsprung nach dem Boxenstopp auf Platz 4 nur rauskam. Er hatte einen angeknacksten Flügel und den hat er sich richten lassen, deswegen kam er auf Platz 4 raus. Das war eigentlich die ganze Erklärung, und weil er dachte, er ist sonst zu langsam. Und deswegen ist er da nochmal in die Box und dann nach dem Zwischenfall mit seinem Teamkollegen auch nochmal, um zu sehen, ob der Flügel gewechselt wird, wurde er aber nicht. Und das war von der schnellen Zusammenfassung her, was Dr. BDT gesagt hatte. So, Sebi, du hattest eine Frage? Ich habe euch ziemlich geleckt, oder Jungs? So wie letztes Mal. Du bist nicht aufgefallen. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich fahre ziemlich, also jetzt in jeder Trainingssession habe ich das nicht. Ich weiß nicht, ob es am Host liegt, weil irgendwie immer nur, wenn Stony hostet, laggt es bei mir. Diesmal war es das aber auch nicht nur du, ne? Ich hatte diesmal mehrere Ideen. Ich weiß nicht, es war ziemlich komisch. Und diesmal war es dann wirklich so, als ich kurz vor den von den Ultras auf nochmal Ultras gewechselt habe, wo wir dann den Dreikampf hatten. Da seid ihr wirklich bei mir nach vorne zurückgesprungen. Das war komplett die Lobby. Aber Jungs, das machen wir dann nach dem Rennen, klärt ihr das? Wir müssen mit den Fragen weitermachen, weil sonst ziehen wir das hier in die Länge. Okay. Julian, übernimm mal Platz 2, bitte. Genau, richtig. Nein, Zock, erstmal starkes Rennen von dir. Mit Blimsor wirklich einen richtig langen Zweikampf gehabt. Bloß eine Frage, erklärt sie mir noch. Ab Runde 55,
Warum hast du nicht den Undercut gewagt auf die Ultrasoften? Ich habe euch tatsächlich live zugehört und habe dann auch überlegt. Allerdings hatte ich wirklich Sorge, dass ich dann Probleme mit dem Sebi kriege und eben dann diesen gewonnenen Vorteil durch den Undercut wieder verliere und dass es dann im Endeffekt sinnlos war. Und also ich glaube ja, du hättest nochmal eine Chance gehabt, richtig anzugreifen. Aber das werden wir nie erfahren. Aber ansonsten wirklich... Aber ansonsten halt wirklich ein Top-Rennen. Gute Rundenzeiten. Ja. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, Nike zockt... Also wie ist denn dein richtiger Vorname? Sorry. Nick. Erzähl doch mal aus deiner Sicht... überhaupt, was war für dich das Highlight im Rennen und was war heute der Grund dafür, dass du es nicht gewonnen hast, sondern nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden bist? Das Highlight des Rennens war definitiv eben dieser ewige Zweikampf mit Blinsor. Respekt auch an Blinsor, ja, ey, du bist ein astreiner Fahrer und hätte ich nicht geblockt, wärst du definitiv abgezogen, am Anfang auch schon. Ja. Ich denke, dass diese ganzen Lags, die alle in der Gruppe betroffen haben, also alle im Rennen, dass die mich eben dran gehindert haben, dann Blinsor nochmal zu überholen, weil ich zwei, dreimal die Situation hatte, dass Blinsor gehangen ist und volle Kanne in mich vorne rein, ohne dass mein Flügel zwar beschädigt wurde, ich aber eine Vollbremsung hingelegt habe und eben Zeit verloren habe. Und genauso dann eben auch am Ende, wo die zwei Jungs, die mich nicht so richtig vorbeilassen lassen wollten, ja, mit Ewigkeit aufs Blinsor getroffen. Jetzt haben wir wieder die Störgeräusche von jemandem. Ah, super. Jetzt, kann man lokalisieren, von wem die kommen? Ist vom Blinsor. Okay. Ist weg? Jetzt ist besser, ja. Okay. Hast du noch eine Frage, Julian? Sorry, ich wollte dich nicht übergehen. Also, ich bin bei Nike zockt eigentlich durch, sag ich mal. Eine Frage habe ich nämlich noch an ihn. Okay. Da ist mir eine Sache aufgefallen, eine Situation, wo du extrem auf Blimsor aufgeholt hast und dann waren da so ein Williams und ein Renault zum Überrunden. Magst du dazu was sagen? Genau darauf habe ich eben angespielt, dass... Das hat mich auch ziemlich verärgert, dass da nicht ordentlich Platz gelassen wurde, auch wenn sie eben im Zweikampf waren, aber ich war auch im Zweikampf. Das ist eben... Dimitri und Nightrider. Genau. Ja, wir haben es festgestellt, dass die im Zweikampf waren. Das war allerdings nur in Anführungsstrichen ein Zweikampf von Platz 12 und 13. Und da haben wir auch festgestellt, dass es nicht so der Musterfall war von ich lasse ihn vorbei wegen blauer Flagge, ne? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sowas nicht nochmal vorkommt und dass die beiden sich das merken, ja. Eben darum, dass sie nicht in die Punkte gefahren sind, ja, finde ich das Ganze noch sinnloser. Ja gut, aber und das am Anfang war leider sehr unglücklich mit dem Force India, glaube ich, wo du den gedreht hast. Ja, das tut mir auch wirklich mega leid. Das war definitiv das war unglücklich, ja. Ich hatte gedacht, dass er eben außen bleibt, um mir Platz zu lassen, dann zog er auch schon rein und ja. Na gut, das ist passiert, aber dass es keine Absicht war, das hat man gesehen, finde ich. Ja, ja. Nee, das... Okay. Freust du dich trotzdem über Platz 2? Definitiv. Und freue mich auch auf die nächsten Rennen. Ich hoffe, es bleibt spannend. Ja. Sehr schön. Also, ihr vier habt, glaube ich, die längste Sendezeit aller Zeiten in einem einzelnen Ligarennen bekommen, weil wir das nicht so oft haben, Vierkampf an der Spitze. Ich glaube, die anderen Fahrer werden sich da bei uns beschweren nach dem Rennen, aber damit müssen wir leben, weil es ist, wenn schon mal ein Vierkampf an der Spitze ist, dann müssen wir da auch draufbleiben. Also, schaut euch die Zusammenfassung im Nachhinein gerne an. Und dann Glückwunsch nochmal an Nick zum zweiten Platz. Sehr, sehr geiles Rennen gefahren. Und Glückwunsch auch an den Sieger heute, Blimsor. Sehr gutes Rennen gemacht. Erzähl doch einfach mal in zwei, drei Sätzen dein Rennen aus deiner Sicht. Ja, der Start war nicht so optimal. Da ist Nike gleich vorbeigezogen. Genau das wollte ich verändern. Hat sich in der ersten Schikane aber gleich vorbeigebissen. Und ja, dann hing ich ein paar Runden hinter ihm fest. Ich kam nicht vorbei, er hat so gut verteidigt. Fair, aber halt verteidigt, ne? Meine einzige Chance war immer auf der Stadt Südgarten, da hat es immer nicht gereicht. Und dann habe ich mich einmal in der letzten Kurve verbremst, da ist der Doktor vorbeigekommen, den lässt Nike natürlich vorbei, ist ja logisch. Dann konnte der Doktor ein bisschen wegfahren, ich hing noch ein bisschen weiter hinter Nike fest. Dann habe ich den ersten Undercut versucht, indem ich ein bisschen früher in die Box ging. Der hat nicht hingehauen. Wir sind weitergefahren, zweiten Undercut versucht, der hat Gott sei Dank gepasst, wie ich gerade gehört habe, weil Doktor halt an die Nase gewechselt hat. Wahrscheinlich wäre er sonst nicht so weit hinten gelandet. Und dann, Schlüsselsituation für mich war eigentlich, als ich an Sebi vorbeigekommen bin, und ich weiß nicht, wie das im Stream aussah, ich glaube, wir haben uns berührt, weiß nicht, ob er sich da irgendwas kaputt gefahren hat.
Ich dachte, ich war weit genug vorbei. Ich habe nur gemerkt, er fährt dann doch hinten rein. Da dachte ich, scheiße, jetzt habe ich ihm wieder das Rennen versaut, wie in Malaysia. Ist denn Gott sei Dank nicht so gewesen. Ja, und die beiden Überrundeten, wo Nike auch Probleme hatte, ja, der eine von denen hat mich auch fast von der Strecke geschoben. Also war ein bisschen unglücklich mit den beiden. Okay. Naja, das könnt ihr ja mit denen nochmal intensiv besprechen und dann werden sie hoffentlich Einsicht zeigen. Aber das ist dann eure Sache. Auf jeden Fall ganz, ganz starkes Rennen von euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle vier. Julian, hast du noch was zu sagen? Ich bin fertig für euch. Nochmal Glückwunsch an alle und ich sag schon mal bis nächste Woche. Genau, haut rein, gell? Bis dann. Ciao, ciao.